Hallo, hallo. Hallo, hallo. So, ich muss mal ganz kurz was machen hier noch. Ich muss ja ganz kurz. So. Speichern. So, wo ist denn jetzt World of Warships hier? Jetzt muss ich das mal starten, das Spiel im Hintergrund. Ist ja heute schon wieder Patch Day. Ist ja schon wieder Patch Day. Einen wunderschönen guten Donnerstag wünsche ich euch, Leute. Schön, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich hoffe, ihr seid fit. Einigermaßen. Moin, moin. Hallöchen, Privin. Hallöchen, Fredo. Servus. Hallo, Landi. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Hallöchen, Captain Haddock. Grüße. Hallo, Nix. Moin. Und an alle anderen zuschauenden Menschen, Dinge, Tiere, wer auch immer zuguckt. Ne? Lebewesen, I don't know. Schön, dass ihr da seid, Leute. An alle Stillen da draußen. Ja, wir machen heute ein kleines bisschen Warships, obviously. Wir haben nämlich den Patch Day. Da gucken wir auf jeden Fall gleich mal rein. Auch in die Patch Notes gucke ich noch mal ganz kurz rein. Also geht die durch. Werde die überfliegen. Und dann muss ich mal ganz kurz. Jetzt muss ich den Sound wieder anpassen vom Spiel. Es gibt wirklich nicht viele Spiele, bei dem man so viel anpassen muss mit jedem Patch. Naja. So. Ich akzeptiere das mal alles. Hi. Moin. So. Julian. Dankeschön. Für 34 Monate. Dankeschön für den Support, Mensch. An einem wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hi. Servus. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Gestern hatten wir ja einen außerplanmäßigen Stream. Also keinen regulären Stream, aber immerhin einen Stream. Und haben wir ein bisschen gezockt. Aber kein World of Warships. Sondern, was haben wir gestern noch gleich gemacht? Big Ambitions haben wir. Wir haben Dredge fertig gemacht. Und wir haben ein bisschen Battle Brothers am Ende noch gespielt. Also. War ganz cool. Aber heute werden wir, damit ihr da Bescheid wisst, heute werden wir ein bisschen Warships spielen und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich gegen 19 Uhr rum wieder wechseln auf War Tales dieses Mal. Und dann ab 21 Uhr spielen wir Dämonologist zusammen mit Brownie, Lilly und noch jemanden, den ich bisher noch nicht. Ich gehe davon aus, ich meine, ich habe sie bisher noch nicht kennengelernt. Wird sich dann heute Abend ändern. Zu 14 wieder also. Ich muss das Spiel übrigens noch installieren. Also kaufen und installieren. Das sollte ich vielleicht gleich mal im Hintergrund machen. Wobei das ja immer relativ zügig geht. So, Ella, du kannst auch übrigens sehr gerne von meinem Mauspad runter. Dann kann ich meine Maus auch wieder normal benutzen. Ich weiß nicht, was mit der Katze los ist. Seit einer Weile ist das Mauspad jetzt ihr persönlicher Ablageort für sich selbst. Dann installiere ich mal das Spiel schnell. Ach, guck mal hier, 11 GB, das geht ja schnell. Hallo Action Jack, Mahlzeit, Servus. Hatte heute auf Tier 6 eine neue Map gehabt. Ah ja, es kam eine Map dazu. Eine neue Map kam dazu. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal kurz die Patch Notes an. Ich habe da ja schon was vorbereitet für. Zumindest habe ich mir die Website aufgemacht. Bam, badam, bam, bam. So. Das wäre diese hier. Und ja, Update 12.3. Fast 200.000 Views hat das. Oh wow. Haben also schon viele Leute reingeguckt. Update heute natürlich. Es gab die neue Karte Seychellen. Seychellen? Seychellen? Sollen wir uns das Video angucken? Video auf YouTube anschauen? Gucken wir uns erstmal das Video an. Untertitel hoffentlich auf Deutsch. Panamerikanische Kreuzer, mit Sicherheit, ne? Wait, what?
Greetings on the- was war das jetzt? was war das jetzt hier? Dass ein Schiff gegen die Insel fährt und dann dabei crasht und zerstört wird? Okay, vielleicht erzählen sie uns ein bisschen mehr darüber oder wir finden was raus. Das fand ich jetzt sehr interessant. Greetings on the sunny spring day, Captain. Krass. I'm Tina and you're watching the update 12.3 review. What can you expect from the fresh World of Warships update? Firstly, you'll have a chance to visit a picturesque new map. Secondly, you'll be able to build a ship at the dockyard. In addition, a collection dedicated to the anniversary of the end of World War II in Europe is about to make its way into the game. And another thing waiting for you is... Ugh, okay. Well. Okay, ich bin bereit. Watch the video until the end. I'll tell you all the details right after a short intro. All right. Giggity. Oh, let's start. Easy. Let's start the update 12.3 review with something beautiful. Meet our new, and I must say, very picturesque map, Seychellen hieß sie doch gerade, oder? Wait a second. Seychellen. Seychelles. Was arbeitet sie? The new gaming location resembles the northeastern part of the Seychelles, specifically the two large islands of Praslin and La Digue, drowning in tropical vegetation and surrounded by scattered smaller landmasses. The Seychelles map will be available in random and co-op battles. Battles will utilize the domination mode with four key areas. Ah, so sieht die aus. Eine fette Insel, die blockt, da eine Insel, die blockt. Also hier wirst du so ein bisschen alleine fighten, wie es aussieht. Muss aber über Kreuzfeuer ein bisschen aufpassen, wenn du zu weit vorkommst. Und hier drüben ebenfalls eine alleine. Ich weiß nicht, hier in der Mitte kann man bestimmt drüber schießen. Da sieht das nicht so hoch aus, hier an der Seite auch. Könnte interessant sein. Could be interesting. As I've already mentioned, Captain, the dockyard returns in update 12.3. We'll pay a visit to the port of Kure, where you'll be building a Japanese ship. Tier 9 premium battleship Daisen has been laid down in the slipways this time. She's equipped with accurate guns that reload quite fast for a battleship. Four torpedo launchers with as many as 16 torpedoes complete the image of Daisen. The battleship can reach targets over distances of up to 10 kilometers with them. Given the armament, our hero will show her best side in medium and long-range engagements. Excellent speed characteristics also allow the Japanese ship to quickly change position on the map, so she can show up in the right place at the right time. Hallo Ella. Okay. Let's take a look at the shipbuilding details and rules of the Kure Dockyard. 34 construction phases await you, and you can progress through 29 of them by completing combat missions. To obtain Battleship Daisen, you'll also need to purchase any 5 dockyard phases with doubloons. Ich bin ein bisschen neidisch, dass sie ihre eigene freie Kamera haben, um da irgendwelche Szenen zu machen bei der, hätte ich auch gerne. By the way, 3 shipbuilding phases are one of the premium battle pass rewards in update 12.3. The dockyard combat missions will be available throughout update 12.3 and during the first 2 weeks of update 12.4. The dockyard will stay in your port until the Wie klein die Menschen sind neben den Geschützen. The start of update 12.5. The Navy's here, Captain. Lackshot TV, hi. Servus. Are now available for everyone to research. Undyne, Sturdy and Thrasher are armed exclusively with acoustic torpedoes. They are notable for their large number of torpedoes per salvo, short reload time, good range, and decent traveling speed. At the same time, the damage each torpedo can inflict isn't the highest, especially when compared to that of their counterparts. The new British submarines have high dive capacity, but they also have a slow dive capacity recharge rate and a modest HP pool.
British submarines await you in the tech tree. Boing. To commemorate the anniversary of the end of World War II in Europe, a new themed collection has been added to the game. It's called Allied Heroes, and it reveals the stories of famous ships and outstanding commanders who showed courage, professionalism, and devotion to duty in their efforts to bring the end of World War II closer. The collection consists of 6 pages, with 2 elements on each. You'll find the collection elements in themed containers that can be obtained in exchange for credits and free XP. Completing each page will earn you a 10 skill point commander of one of the Allied nations. Completing the entire collection will reward you with Days of Warships premium account. Okay. Hallo Herojin, moin. Another event will tell the story of 3 Dutch sailors on a trip to Peru. The Inca Trail adventure will take place in update 12.3. Inca Pfad. As you progress through the adventure, you'll earn a temporary... Da steht ja einfach eine Kirche mitten auf der Straße, habt ihr das gesehen? Ja, guck mal hier. Da steht einfach eine Kirche mitten auf der Straße. Hä, ist das normal? Soll das so sein? Ist das nicht irgendwie absoluter Quatsch? You'll earn a Wer baut die denn da? You'll earn a temporary resource, Inca tokens. We recommend spending them on random bundles in the armory that can drop Pan-American cruiser Almirante Grau, a permanent themed camouflage for her, and other useful rewards. Schön mit Gold verziert. Details of the Inca Trail event will be posted on the official World Warships website later. Ist Deko. Clap. Hop. In this video, we only talked about the most important things that await you in update 12.3. You can find out more detailed information about our new update on our website. I'm Tina, and I wish you many victories. Good update on the most important things that await you in update. Ja gut, weitere Informationen, bla bla bla. Aber wie das war's? Das war's. Ich habe gedacht, wir kriegen noch ein bisschen mehr Informationen. Zu dem Teaser am Anfang. Es könnte natürlich wirklich sein, dass das ein Teaser ist für... Ups, das wollte ich gar nicht. Nee, das ist auch falsch. Zurück. Das hier. Vielleicht finden wir hier drin noch was, dass das ein Teaser war zu irgendeiner Mechanik, die vielleicht ins Spiel kommen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist für viele Leute, wenn sie... Die Drive-In-Kirche. Du kannst fest rein, dann wirst du gesegnet und dann kannst du wieder rausfahren, oder wie? Vielleicht noch kurz die Beichte abnehmen. Der Beichtparkplatz. Heiligen Commander Conflex, moin. Also es könnte eine neue... Ich weiß halt nicht, was das sonst sein sollte, ne? Am Anfang mit dem... So wie das in Szene gesetzt wurde, das... Ja, bin ich gespannt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn das reinkommen sollte, dass wenn man gegen Inseln fährt, dass man Schaden erleidet, dass das sehr frustrierend ist für Spieler. Das war nämlich auch so immer der Grund, wieso es bisher nie der Fall war, dass man Schaden erlitten hat. Weil es passiert halt doch ab und zu mal und dann kannst du auch nicht viel machen, weil du backst dann an Inseln vielleicht auch fest oder sowas. Ich bin heute oft gegen Inseln gebimst und ist nichts passiert. Ja, ja, das würden sie auch ankündigen, wenn es plötzlich passieren würde. Dann würde das irgendwo stehen, jetzt wir haben das und das geändert, nicht einfach nur teasern. Es gibt die neue Mechanik, dass man nicht mehr an Inseln hängen bleibt, aber die Explosionen sollten einfach nur cool aussehen. Ach so, man hängt. Du meinst, man bleibt jetzt nicht mehr hängen? Das war nämlich teilweise ein Problem. Dass man jetzt an Inseln vorbeiglitscht vielleicht. Also gut, was heißt nicht hängen bleiben? Man hat das ja auch manchmal benutzt, um taktisch zu wenden schnell, ne? Irgendwo dagegen fahren und dann schnell wieder rückwärts oder sowas. Das ging bisher. Aber dieses seitlich irgendwo rein driften und dann hängen bleiben an der Insel und nicht mehr wegkommen, das ist halt dämlich. Inseln verhalten sich ein wenig wie der Kartenrand jetzt. Okay. Okay, pass auf. Wir lesen einmal ganz schnell durch, was hier alles ist. Also neue Karte, haben wir ja gesehen. Sieht sehr hübsch aus auf jeden Fall. Da in der Mitte, ja, kann man drüber schießen. Wie ich mir gedacht habe. Dann haben wir da einmal Diamantform und einmal Schwengelform, ich weiß nicht. Interesting. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man da nicht einfach irgendwie hier rumzirkeln kann, gell? So links rum, das einnimmt, also das gehört einem schon, beides einnimmt. Und dann hier von hinten mit angreift, während die anderen sich außen, ne, und dann schwierig. Wenn man sich nämlich hier... Schwierig. Oder mit... Also das wird interessant werden, wie sich das entwickelt hier, die Gefechte. Das wird man rausfinden. Das ist jetzt am Anfang schwer abzusehen, wo die Leute rumfahren werden. So, was haben wir hier? Genau, die Dyson.
Da müsste man sich dann auch direkt wieder dieses Paket holen, wenn man viel Stahl abgreifen möchte am Anfang. Für Dublonen. Dann die britischen U-Boote am Start. Dann Vorabzugang panamerikanische Kreuzer sind jetzt mit drin. Dann Gefechtspass war noch was. Dann das mit der Sammlung, da kann man die irgendwo her bekommen. Ich glaube für, was haben sie gesagt? Kreditpunkte. Gierig. Und. Gierig. Re-EP. Dann Abenteuer Inga-Pfad. Da kriegt man dann diese Marken. Ja, müssen wir mal gucken. Ich gehe das jetzt nur ganz schnell rüber, ne? Kampfauftragstyp. Neuer Kampfauftragstyp. See, Überlegenheit. Das sind Aufträge, die Spieler erhalten, wenn sie an besonders Webseite teilnehmen. Okay. Keilereien. Keilerei 1. 4 gegen. Ich habe jetzt gar keine Keilereien mehr gemacht, ne? Die letzten Monate. Stufe 9, 4 gegen 4. Stufe 10, 3 gegen 3. 5 gegen 5. Piu, piu. Mit. Warte mal, nur Zerstörer. Schlachtschiffe, Zerstörer. Bis zu 2 Spielern Division hier und hier bis zu 5 Spieler Division. Oh, krass. 5 gegen 5. Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, U-Boote. Stufe 8. Und dann 1 gegen 1, Stufe 7. Belfast for the win, oder? Vermutlich. Wenn es Kreuzer sind. Das wir nur Belfast sehen. Oder vielleicht ein fetter gepanzertes. Ja, eventuell sieht man auch welche mit Torpedos oder sowas. Divisionsstern. Solange das Update läuft, können Spieler Divisionssterne verdienen. Als besondere Belohnung für ein gemeinsames Spiel mit euren Clankameraden. Ja, da gibt es ein bisschen was dann, ne? Ein bisschen Stahl, ein bisschen dies, ein bisschen das. Fürs Spiel mit der Division. Technische Änderungen. Dankeschön, Sir Prolef. Vielen, vielen Dank dir für die 14 Monate. Danke für den Support. Hallöchen, Stiffmaster. Moin, Grüße. Grüße auch an alle anderen, die mittlerweile mit am Start sind. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön fürs Einschalten. So, wir arbeiten im Problemschiff in der Nähe von Inseln feststellen können. Guck mal, das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, ne? In der Nähe führen wir eine Art Gleitmechanik ein, die in Kontakt mit Land oder seichtem Wasser kommen. Diese Mechanik wird es ihnen ermöglichen, sich weiterhin frei zu bewegen, ohne auf Grund zu laufen. In kommenden Updates werden wir die Insel-Kollisionsmodelle auf Karten so abändern, dass sie mit den Konturen der Inseln im Spiel vollständig übereinstimmen. Wir haben die folgenden Soundeffekte überarbeitet. Also das ist halt was, was eigentlich schon lange hätte sein müssen. Ne? Insel-Kollisionsmodelle, das ist die Hitbox, dass das wirklich passt. So, ne? Dass auch die Granaten nicht in der Luft hängen bleiben und explodieren. Das hat mich so getriggert schon die ganzen letzten Jahre und da haben sie es einfach nie angepasst. Aber bin ich froh, dass sie das jetzt endlich mal machen. Wenn es denn überhaupt das ist. Ne? Vielleicht bezieht sich das auch nur auf die Kollision mit den Inseln. Nightsteel, Hallöchen. Greetings. So, wir haben die folgenden Strukturen und Soundeffekte überarbeitet. Torpedoabwurf, Abwerfen mit Munition, Stoff in den Schiffen wegfliegen, Hauptbatterie, Zwischengeräusch von Bombern, abgeworfene Bomben, Kollision von Schiff mit Inseln und anderen Schiffen. Ja. Ja, Soundeffekte überarbeitet, nice. Wir haben die Beschreibungen, Symbole, Pop-Up-Hinweise, Menü, Stoßfeuer überarbeitet. Was haben sie denn hier gemacht? Warte mal, ist das so? Noch detaillierter, die mechanische Verschiedene. Wir haben die Option hinzugefügt, den Feuermodus im Hafen zu wechseln. Aha. Du kannst jetzt die. Ach. Warte mal. Kannst du jetzt die Position der Bewaffnung manuell. Reordern, genau. Anpassen. Würde ich nicht machen, also ich würde es persönlich nicht ändern, weil es einfach bis jetzt, ne. Ist halt im Muskelgedächtnis drin, so oder so. Und bisher gibt es auch noch kein Schiff, das irgendwie 3 Munitionstypen verschießen kann. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, Leute. SAP, HE und AP. Stimmt, wird es das irgendwann geben. Irgendeine Linie. Und das ist ihre spezielle Eigenschaft. HE, SAP und AP. Rückkehr von Hololive Production. Alright. Lalilidu. Warhammer 40k. Wenn es interessiert. Ah, warte mal. Geschenk abholen.
I take that. So, Waffenkammer. Einzigartige Verbesserung für Halland und Venezia. Venezia gewährt 2 zusätzliche Ladungen. So, so ein Angriff Nebel zum Beispiel. Und auf 81 Sekunden. Oh, man könnte die dann öfter den Nebel einsetzen, gell? Hm. Aber du gibst halt was anderes dafür auf. Ich weiß noch nicht, welche. Platz 5. Platz 5, ist das nicht Concealment? Wäre das nicht bescheuert? Na, wie auch immer. Was war das hier? TP-Regeneration. Geschwindigkeit um 8 erhöhen. 8%. Zusätzliche Ladung für Voraus-Materialien. Und das ist Feuerrate oder Torpedo-Nachladegeschwindigkeit, wenn ich nicht irre, Platz 6. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Weiß ich ja nicht, ob sich das so lohnt. Du bist halt deutlich tankier dann, ne? Also als Gunboat könnte man das vielleicht auch nutzen, aber wobei dann hast du ja die Feuerrate. I don't know. Änderung am Reiter Marine Community. So. Wir haben die permanente King of the Sea 14 Gladiator, warte mal, Hipper hinzugefügt. Für die Community-Marken. Admiral Hipper. Ergänzungen und Änderungen von Inhalten. Weitere Änderungen für Kapitäne Voice-Over gibt es vorab anzuhören. Ah, ja, das ist nicht schlecht. Wir haben die Darstellung wieder Pop-Up-Hinweise für diverse Ressourcen überarbeitet, aber jetzt ist eine Vorschau von Schiffen und Tarnungen verfügbar, die in Containern gefunden werden können. So, sonst was? Endes jetzt immer eine goldene Woche. Standard-Premium-Container, goldene Woche. Okay. Und da können dann diese Special-Camos drin sein. Für die, oh, die sind aber schick, du. Permanente Tarnung, japanischer Lack für die Yamato. Das, die ist halt schon echt schick. Ich fand die auch auf der Asashi schon sehr, sehr edel. Die müsste die eigentlich auch haben. So, was haben wir sonst noch? North Carolina, Ron. Sieht ein bisschen so Transformer-mäßig aus. Soyuz, Tashkent. Tashkent ist am langweiligsten. Aber wahrscheinlich am realistischsten. Natürlich ein Schnell wird es nochmal meins auch. Jetzt bring die nicht auf Ideen. Brauchst du gar nicht, die haben genügend Ideen. Die hatten, als wir damals in St. Petersburg waren, bei denen im Entwicklungszentrum, so, da hatten die ein Whiteboard und auf dem Whiteboard waren, was weiß ich, wie viele neue Schiffe, die es noch gar nicht, die noch gar nicht angekündigt waren. Also wo du dir denkst so, oh, holy shit, ich habe jetzt keinen einzigen Namen mehr von den Schiffen im Kopf oder sowas. Es waren einfach extrem viele. Das heißt, du kannst davon ausgehen, die haben Ideen en masse. Ne? Also... richtig viel. Ich wüsste aber gerne, wie viele von den Schiffen, die auf dem Whiteboard waren, mittlerweile im Spiel sind. Wahrscheinlich einige. Weil das war immerhin schon 3 Jahre, glaube ich, her, oder? Wahrscheinlich sehr viele. Hallöchen, Fried. Ich grüße dich, moin. Okay, folgende Schiffe wurden für das Testen durch Entwickler, Supertester und Community-Kontributoren hinzugefügt. Ella will auch Spezi. Ella will Schmusi. Der SpaceX hat sich gerade in der Atmosphäre aufgelöst. Ah, schade. Jetzt hatte ich das ganz vergessen. Hallöchen, Eternal, moin. Ist in die Luft geflogen? Die Rakete? So. Novosibirsk. Ein Superkreuzer. Ja, moin. Super Battleship. West Virginia. Ah ja, die wurden, glaube ich, aber schon angekündigt, ne? Die beiden. Jäger, Halford. Puh, ey, es sind so viele Schiffe. Ich habe keinen Überblick mehr. Groningen, Hayade, Azuma, Aegir. Kommende Änderung. Nicht mehr für freie EP. Gleichzeitig halt für Kohle, okay. Die werden dann für Kohle verfügbar sein. 35 Kilometer weit gekommen und dann abgeschmiert. Oh oh. Naja, aber Fehlschläge gehören dazu, gell? So. Sonstige Änderungen und Verbesserungen. Funktionsweise der Filter im Spiel optimiert. Tooltips, Schiffskurse. Scrollt schneller. Wir haben im Hafen gezeigt, historische Bearbeitung. Überarbeitete Browser im Spiel. Eine neue Version aktualisiert. Wir haben im Modus Wettrüsten den Timer überarbeitet, einen Tooltip für die Timer hinzugefügt. Sobald ein Zimmer neu erfasst hat, bleibt jetzt die Erfassung bestehen, auch wenn das Ziel kurzzeitig aus sich verschwindet. Das ist gut.
Ab jetzt wird der Gewinner der letzten geschlossenen Klagen Kartenrechts unten im Gefechtslager angezeigt. Auf Unternehmen und verschiedene temporäre Gefechtstypen ändert sich. Informationen zurück an Schiffszeug, Forschung angezeigt werden. Ich frage mich, ob da irgendwas dabei ist, was mich interessiert. Inkorrekte Darstellung, Grafik, ne, inkorrekte Kamerabasis, Marinebasis, Grafikartefakte wurden korrigiert, wurden innere Animation, Matrosen, Lautstärke, Schwanenlage, ist eine scharfliche Belohnung abholen, Landesweise, inkorrekte Darstellung, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir brauchen uns das nicht mehr weiter durchlesen. Falls ihr Interesse habt, ihr findet das ja auf deren Website. Oder bei uns auf dem Discord findet ihr sowieso immer alle Dev-Blog-Posts, alle News-Info-Posts schön in einem Channel. Ne, ich habe zwei Channel. Einmal Dev-Blog-Channel und einmal den Info-Channel. Dev-Blog-Posts kommen im Dev-Blog-Channel und alle anderen Infos, wie auch das hier, kommt dann im Info-Channel. Also falls ihr Lust habt, könnt ihr auch super gerne den Discord joinen. Dann müsst ihr euch das nicht selber raussuchen. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Game. Aber jetzt auch schon wieder lange genug hier rumgemacht. So. Bau der Dyson. Werft. Piu, piu. Oh, guck mal hier. Gibt's direkt wieder so eine Intro-Sequenz. Hallo. Dyson. Dann würde ich doch mal sagen, holen wir uns direkt so ein Starterpaket, weil, ey, ich muss aufpassen, meine Dublonen gehen langsam echt zugrunde, zur Neige, wenn ich so viel ausgebe, die Lohnung abholen, weil ich doch ganz gerne Stahl sammle, ne, weil ich ja keine Clan Battles fahre und deswegen über die Art und Weise kann man, Gato, ey, willst du einmal Hallo sagen? Miau, miau, hallo? Miau, miau? Nein? Für jede abgeschlossene Bauphase, die du mit Dublonen schon abgeschlossen hattest und die du dann irgendwie hinbekommst, später nochmal durchs Spielen, dann kriegst du ja nochmal Stahl oder sowas, kriegst du ja nochmal extra was on top, deswegen ist das gar nicht verkehrt, wenn wir uns direkt dieses Ding reinballern für die 10.000. Aber es ist halt schon, 10.000 Dublonen ist sehr viel Geld wert. Sind das nicht 40 Euro schon wieder gewesen? Huch, wurde in die Division eingeladen. Aber leider muss ich ablehnen, denn ich spiele so gut wie keine Divisionen. Und auch nur mit Leuten, die ich kenne, in der Regel. Let's go, Yamato. Let's go, Redwing Phoenix, ahoi, Grüße. Ich grüße sie. Schiffe werden aber nicht im Trockendock gebaut, sondern auf der Helling. Weißt du denn, wie die Japaner ihre Schiffe bauen? Bist du dir da sicher? Vielleicht. Machen die das ja genau so? Also Videos, die ich gesehen habe, da haben sie die schon im Trockenbau gebaut, Schiffe. Auch so größere Containerschiffe oder sowas. Auf einer Valhalla, Hallöchen, Grüße, Grüße. Und hallo Peter Griffin, moin. So, das ist nicht die neue Karte, Leute. Das ist Nordlichter, genau. Eigentlich ziemlich einfach, sich zu merken, den Namen, wenn man denn möchte. Wir haben eine Shimakaze rechts. Wir haben eine Nashimov.
Wir haben zwei DDs und ein U-Boot. Let's go. Neue Karte ist hier 5 bis Tier 9. Wie jetzt? Da kommt kein Tier 10 drauf. Echt jetzt? Stand das damit dabei, möglicherweise, dann habe ich das überlesen. Aber dann müssten wir ja eigentlich Tier 9 fahren. Um die neue Karte überhaupt sehen zu können. Verdammt. Oder Tier 8 oder sowas. Ohne sie dann? Ja, auf die Distanz schießen ist jetzt halt aber auch irgendwo Quatsch, ne? Haben die Icons eigentlich verändert hier unten? Ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, aber ich glaube, die haben die Icons für Sprenggranaten und für AP-Granaten verändert. Die waren früher anders. Die sahen mehr oder weniger von der Form her gleich aus, nur einmal in Gelb und einmal in Rot. Und die haben jetzt aber andere Formen. Yes, yes. Jetzt ohne Beschriftung. Stand davor auch AP und HE mit dabei? Ich meine, das haben sie jetzt auch dazu geschrieben gehabt, dass sie das entfernt haben. Ich könnte es euch nicht sagen, ne? Ob vor dem Patch hier noch HE und AP dabei stand. Weil ich das halt nicht bewusst wahrgenommen habe. Nach all den Jahren. Ich weiß ja, wo was ist, ne? Ich achte auf die Farbe und gut ist. Okay, in die sitzt was drin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es können gar nicht so viele Leute hier sein. Die Z sitzt drin. Eine Brisbane vor uns. Okay, pass auf. Die Brisbane, da wissen wir, die ist 1 Mino-Klon. Und das bedeutet, wir können die Brisbane wahrscheinlich angreifen hier ganz entspannt. Und versuchen, zumindest in die Flucht zu schlagen. Idealerweise natürlich direkt versenken. Also die Schiffspropeller werden dort montiert, sind beim Stapellauf nicht dran. Der Anstrich wird dort gemacht. Das war verhältnismäßig wenig Damage, ne? Auf ein Schiff, das eigentlich sehr anfällig ist. Jetzt versucht die Brisbane doch nicht ernsthaft abzudrehen vor mir, oder? Wenn er sagt mir, dass die... Ja, immerhin. Meine Doppelzieh da. Aber das hätte auch sein Ende sein können. Ein bisschen besser gezielt hätte noch. Oder vielleicht ein bisschen besser aus RNG, aber das weiß er halt nie. Klappt ein Tick tiefer. Aber hey, hat auch so funktioniert. Schaden ist Schaden, let's go. Aber wahrscheinlich werden noch Zweckbinden auch moderne Schiffe im Trockendock zusammengesetzt, neue Baumethoden und weil sie zu groß für Stapelläufe sind. Naja, du flutest doch dann einfach nur das Trockendock und dann hast du ja nicht diesen Stapellauf, um die seitlich irgendwo reinzuschubsen. Oder nicht? Bei ganz großen Schiffen. Also zumindest bei so Containerschiffen habe ich auch schon Videos gesehen, so Time-Lapse, Zeitraffer-Videos. Ja, ist das dann so. Schade, ein bisschen daneben geschossen. Was ist eigentlich mit unserer Hindenburg? Die Z ist nicht mehr hier, gell? Die Z ist weggefahren. Die ist auch nicht im Cap drin. Ich kann hier aber eigentlich nicht reinfahren. Wenn die Z nämlich auf uns zukommen möchte, habe ich ein echtes Problem, Leute. Vielleicht ist die Z hoch zu Shima gefahren. Das könnte natürlich auch sein. Kommandante, hier die Position von der strategischen... Außen rumfahren möchte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach hier rein. Ich hoffe mal, dass sie dem Moin noch mit rankommt. Zedon wird uns mit den ganzen HP, die ich jetzt noch habe, sowieso nicht mit einem Angriff rausnehmen können.
Ja, und Brisbane ist halt ein Problem eventuell gar. Mit HE-Spam. Da geht's auch schon los. Echt jetzt? Ich habe sein Hack nicht overmatched? Hä, wo sind denn die Granaten schon wieder gelandet? Okay, ich glaube, die Z ist hochgefahren zu Shima und versucht ihn zu handeln oder so. Ja, dann machen wir jetzt folgendes. Die Yami, die hat sich da gebeacht. Gleich, oder was? Wir fahren jetzt hinter diese Insel, dass wir zugehen können. Oh, schön. Machen wir jetzt hier der Delle hinten rein. I like. Da ist die Z, sage ich doch. Die ist irgendwie nach oben gefahren. Wo die Shinan da offen? Die Türme kommen leider nicht rechtzeitig rum, das ist ein bisschen schade. Nice, eine Zitadelle war dabei. Oh, ich stehe sehr schlecht gerade. Okay, nevermind, alles gut. Deepwater Tops für die Shima. Sag mal, ist das wirklich ein Spieler, der nicht weiß, wie er seine Shinan einzusetzen hat? Oh oh. Ich habe seit Update ein Problem, dass ich nicht ins Spiel komme. Alles deinstalliert und wollte es neu installieren, aber jetzt kann ich keine Seite mehr aufmachen und die Woggeln hat. Hä? Hä, das ist ja mega weird. Auf nach Valhalla. Wie, du kannst keine Seite mehr aufmachen, wo die Wargaming einen Namen hat? Hat dein Internetanbieter die Seiten blockiert? What the heck? Ja, war ja klar, dass er rausgeht. Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, oder? Russische Sanktionen. Nee, die sind ja nicht mehr in Russland. Die sind doch jetzt hier in... Dingens. Sind die nicht in Prag oder so jetzt? Also irgendwie ist die Runde sehr merkwürdig, finde ich. Bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs waren Trockendocks zu wertvoll. Dort wurden ja die Schiffe, die im Einsatz waren, repariert. Ach so, ja gut, das hast du ja... Ach so, ja gut, aber jetzt im Kontext, dass das ja ein Zweiter Weltkriegsspiel ist, könnte das natürlich auch ein Argument sein, ne? Ich bin auf jeden Fall bei der Telekom gerade. Nicht mehr bei Vodafone. Aber das höre ich jetzt gerade, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass jemand diese Websites nicht mehr aufrufen kann. Äußerst interesting. Wie man als Minospiel auch einfach nur straight geradeaus fahren kann, ist mir ein Rätsel. Interessanterweise hat der hintere Turm getroffen, obwohl der richtig weit hochgezielt war, als er abdrehen sollte. Und der auf seine gerade Fahrbahn geaimt war, geht daneben. Es ist mysteriös. Hallöchen Wusel, ahoi. Ich grüße dich. Seit Zitattack bei Bingo, es geht. 5 Zitadellen ist jetzt auch nicht überragend viel. Vor allem, wenn du jemanden vor dir erfahren hast, wie eine Mine oder sowas. Aber ich nehme das natürlich gerne mit, ne? Ist denn noch die Blumen gekauft? Heute seit Update geht nichts mehr. Das ist wirklich komisch. Tja. So, das war die erste Runde. Wir haben hier noch den Gefechtspass.
Ist jetzt die Frage, ob ich den Pass überhaupt noch holen möchte. Pass-Upgrade, das wäre ja dann auch schon wieder, ne? 2500. Uff. Muss mal ein bisschen sparen mit meinen Dublonen. Ich glaube, ich fahre mal direkt in DD, Leute. Oder sollen wir mal so lange mit irgendwas fahren, bis wir die neue Karte mal sehen? Ich glaube, ich fahre mal 8er DD. Einfach ein bisschen Cossack. Cossack Black. Let's go. Hast bestimmt zu wenig Dublonen gekauft. Zu wenig gekauft. Du wirst einfach direkt erstmal geblockt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ne, was das angeht, dass du das hinbekommst wieder. Das Problem gefixt bekommst. Wo war's, Berlin? Moin, servus. Schiff fertiggestellt. Ich wüsste jetzt persönlich auch nicht, was ich machen könnte, außer anderen Browser nutzen, anderes Endgerät nutzen, mal um auf die Website zu gehen dann. Absolut merkwürdig. Einfach ein IP-Ban von Wargaming. But why? Vielleicht wegen der Mod. Permaban wegen Mod. Aber eigentlich kriegst du doch eine Nachricht, wenn du gebannt wurdest, oder nicht? Eine Mail oder sonst irgendwas. Hast du mal nachgeguckt? Wir müssten eigentlich auch mal gegen eine Insel fahren, gell? Um einfach mal zu gucken, was passiert. Nee, das dürfte damit nichts zu tun haben. Das ist richtig. Aber weil Eternal gerade auch meinte, IP-Ban. Ich weiß, es ist ein Joke, aber... Weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Aber trotzdem, hast du mal die Mails gecheckt? Mailadressen oder sonst was bei dir? Vielleicht steht ja trotzdem irgendwo irgendwas dabei. Was Aufschluss geben könnte. Hey, mir fällt halt wirklich nicht mehr ein dazu. Du kannst ja auch kein Ticket eröffnen, wenn du dich nicht anmelden kannst. Weird. Gehst ins Internetcafé. Musst jetzt einfach immer im Internetcafé World of Warships spielen. Ich würde sagen, Internet neu starten, wenn immer noch nicht PC neu startet. Wir starten einfach das Internet neu, Leute. So wie bei South Park. Das Internet und dann Stan geht ran, Stecker raus, wartet 3 Sekunden, Stecker rein, Internet funktioniert wieder. Lightning und Shiratsuyu. Okay, die Torpedos hören sich ganz merkwürdig an. Das macht nicht mehr so ein großes Zischen, wie es ursprünglich mal war. Ah, wir haben ein Drecks-U-Boot hier, Leute. Das ist interessant, weil ich müsste jetzt dazu in der Lage sein. Außerdem Eroberungsbereich, das ist voll klein hier. Oh scheiße, ich kann hier nicht ran. Ich würde so gerne dieses Ding angreifen. Aber sadly ist hier einfach zu viel, ne? Direkt eine Iowa vor mir, direkt eine Harlem vor mir. Hallöchen, freche Even, moin. Was machst du noch? Heute steht im Titel drin. Steht im Stream-Titel drin. Ich kann mir vorstellen, dass die Iowa versuchen wird abzudrehen hier. Aber irgendwie macht sie es nicht, ne?
Irgendwie macht sich's wirklich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kriegt unser Team das irgendwie nicht hin, diese Iowa zu erledigen? Ich habe 30 Sekunden, in denen wir gemeinsam diese Iowa erledigen müssen. Ah, die Torpedos kommen an. Der U-Boot hilft uns. Sehr gut. Unser Hydro ist noch aktiv. Also ich weiß, wo der mit seinem U-Boot sein muss. Ob ich rankomme, ist halt die andere Frage. Die Wami ist wieder ein bisschen problematisch hier für uns. Nee, Torpedos lassen wir mal gerade drin. Push jetzt mal das U-Boot. Hydro läuft noch eine richtige... Ja, schön 1,5 Minuten. Let's go. Ja, oh, Shira. Kommt auf uns zu. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Er ist vorgefahren. Er ist legit vorgefahren. Ich habe einfach ein bisschen zu viele Gegner hier gerade bei mir. Wir haben uns nochmal trifft, ey. Das ist so frech. Allen Wichita, Sturdy. 21 Sekunden noch. Lohnt sich das da nochmal auf das Ding drauf zu fahren? Engine Boost deactivated. Doch, ich würde schon sagen, es lohnt sich. Das waren jetzt aber nicht so viele Wasserbomben, wie ich dachte ursprünglich. Okay, jetzt müssen wir wirklich auf super vorsichtig machen. Ey, jetzt habe ich ein DD raus, U-Boot mit raus. Jetzt muss unser Team das eigentlich hinbekommen hier auf der Seite. Eigentlich. Hallöchen Rollstuhldieb, moin, servus. Und hallo Black Kappa, Grüße. Also wir werden heute, wie gesagt, ein bisschen World of Warships spielen, um die Frage auch nochmal zu beantworten, freche Even. Und dann später zwischen 19 und 21 Uhr mal War Tales. Noch für zwei Stündchen, zwei Sessions und um 21 Uhr geht es dann weiter mit dem Monologist. Dem Monologist? Im Koop-Modus. Oh, ich glaube, die Pommern ist raus. Schöne Minimaps. Ich finde die eigentlich vollkommen okay, ne? Die Kackwurst-Analogie, die höre ich jetzt zum ersten Mal, Landi. Victory is in sight. Kann sein, dass ich jetzt gleich sterben werde. Ich meine aber, die Widgeta hat kein Radar gehabt, ne? Die Widgeta war doch das Ami T8 Kreuzer-Dingsi, was kein Radar hatte. Richtig? Ich spiele so selten gegen die. Doch, 9 Kilometer. Ja, da muss ich weg. Warte mal, welches dieser Schiffe war es denn dann? Warte mal. Moment, ich trinke gleich. 9 Kilometer Radar ist dann aber doof. Aber danke für die Info, dann fahre ich mal gleich weg. Die Anchorage hat das nicht. Stimmt. Anchorage. Es ist so verwirrend, so viele Schiffe. Mein Tagesziel ist Goldrang. Oh, Harlem ist hier. Gold? Rang 1. Mal gucken, wann ich mal wieder Ranked spiele. I doubt it, dass ich zeitnah mal wieder Ranked anfangen werde. Ah, vielleicht.
Die Torps machen ganz schön viel Damage, glaube ich, ne, von der Cossack. Ah, 16.000 ist jetzt nicht so viel. Warte, was? Achso, ich bin im Hydro drin. Never mind, Hydro ist vorbei, weil dead. Der Chief ist dead. Gehen wir nach B rein. Halt immer noch die Vegeta dort vorne. Könnte ich sogar beschießen, wenn ich mich hier irgendwo hinstelle. Die könnte ich sogar beschießen. Oh, die kommt ran. Habe ich vielleicht doch mal lieber hier in Deckung erstmal. Können wir sie nochmal aufklären so? Müsste sie nicht aufgeklärt werden? Da hinter der Insel ist sie. Okay, 9 Kilometer. Dann fahren wir mal rein in den Cap. Holen ihn uns. Ah, ist die Lightning. Hui. Victory is in sight. Hab die AP der Weimar gestern für mich entdeckt. Das sind 12k, da sind noch für Bs drin. Man darf generell AP nicht unterschätzen. Das war am Anfang bei mir auch so bei den deutschen Kreuzern. Ich hab sie auch für super schwach empfunden, so weil HE-Alpha-Schaden super schlecht ist, so, ne? Und man die halt ständig irgendwie auf HE-Only gespielt hat, aber die deutschen Kreuzer, die AP ist nicht gut durchschlagskräftig, auf keinen Fall, aber wir müssen ihn gleich mit einer Salve killen. Er resettet uns, ne? Ne, wir haben den Cap eingenommen, sehr schön. Und dann seit ich angefangen habe, bei den deutschen Kreuzern auch AP zu nutzen, performe ich mit denen viel besser. Der Ralph. Ja, die Runde ist durch. Ich würde sagen, die war relativ erfolgreich. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ne? Ein relativ erfolgreich. Für Durchschlagskraft gibt's doch Rockerbanden privat. Was? Cool, der 7T Flirt, hey guys. Hey, Graf Hamburg, ich danke dir für 53 Monate, danke schön für den Support und einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Schön, dass du da bist, hi. Die Twitch-Bots nehmen wieder Überhand. Du meinst PMs oder was? Die wollen doch einfach nur Onlyfans. Kunden. Ich habe vorhin auch wieder eine bekommen. Direkt gelöscht. Bist du von Ranked erstmal geheilt? Haubendauer, moin, servus. Ich spiele schon Ewigkeiten kein Ranked mehr gerade. Irgendwie. Engine Boost activated. Ja, und das war's. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen nochmal mit der Cossack rein. Einfach aus dem Grund, dass ich mal die neue Karte spielen möchte. Vielleicht komme ich ja mal drauf. Was können die Deutschen gut? Welcher Deutsche? Kreuzer, Schlachtschiffe, Zerstörer? Jeder hat ja seine eigenen Stärken und Schwächen. Die deutschen Kreuzer. Also man kann allgemein natürlich sagen, die deutschen Geschütze. Schon wieder, was ist das denn? Ich hatte jetzt Nordlichter, ich hatte Norden, ich habe Norden. Es gibt nur zwei Karten, wie es aussieht. Eigentlich nur eine sogar. Brennen tun sie alle gleich. Jede Nation, da gibt es keine Nation, die besser brennt oder schlechter brennt. Das ist immer nur ein Gerücht. Aber die Deutschen haben prinzipiell, die deutschen Geschütze haben eine bessere Durchschlagskraft mit hochexplosiver Munition. Kaliber geteilt durch 4 statt durch 6. Das ist so die Durchschlagskraft. In der Regel, die panzerbrechende Munition macht mehr, hat mehr Alpha-Schaden. In der Regel, als andere panzerbrechende Munition anderer Nationen, so rum. Dafür ist die Durchschlagskraft nicht so gut,
wie die andere Nation. Also du hast einen Trade-off, mehr Schaden, dafür weniger Durchschlagskraft. Bei HE ist es halt andersrum, mehr Durchschlagskraft, dafür weniger Schaden. Ja, das ist so das, was die Deutschen halt können. Ne? Deswegen sollte man bei den deutschen Kreuzern auch AP nutzen. Klingt erstmal komisch, weil weniger Durchschlagskraft, aber weniger Durchschlagskraft bedeutet nicht unbedingt, dass die nutzlos sind. Du musst nur die richtige Stelle treffen. Durch den erhöhten Alpha-Schaden machst du halt schon echt gut Damage. Du kannst halt mit einer Hindenburg AP Breitseite, kannst du halt lock auf lockig mal 10, 15.000er Salven rausdrücken oder sowas auf Breitseite fahrende Schiffe. Wenn du Zitadellen drückst, noch deutlich mehr. Aber Zitadellen zu drücken mit einer Hindenburg auf, schaffst du halt nur auf Kreuzern. Battleships kannst du vergessen. Selbst im absoluten Nahkampf hast du, glaube ich, nicht die Durchschlagskraft dafür. Fahr doch mal gegen eine Insel. Soll ich? Ich meine, da vorne ist eine Insel, da könnte ich mal dagegen fahren. Also egal welches Schiff kommt, ne, gut, der Cossack Black ist jetzt nicht so optimal für uns. Den Yugumo kriegen wir raus. Und der Cossack Black konnte super gefährlich werden. Da müssen wir dann halt im individuellen Fight 1 gegen 1 stärker sein. Engine boost activated. Enemy force detected. Interessant, wie unsere Schiffe hinter uns sehr vorsichtig sind. Ah, guck mal, da kommen wir da schon. Critical engine damage. Torpedoes to port. Fire detected. Fire. Ich hänge jetzt aber wirklich wieder fest. Problem solved, Sir. Torpedoes to port. Oh, guck mal, wir haben das Spiel gepatcht. Man kann nicht mehr an Inseln festhängen. Ach, jetzt fahre ich langsam rückwärts wieder. Oh, dankeschön. Ja, Wargaming. Very good patch. Very good patch. Meine Fresse, Alter. So ein Schwachsinn wieder. Smoke generator activated. Oh wow, good job. Oh, schießt nicht uns. Smoke screen set. Das regt mich auf, du. Sowas regt mich wirklich auf. Ich, genau das meinte ich nämlich eigentlich mit Feststecken an der Insel. Dass du irgendwo reinfährst und dann einfach mit der Nase hängen bleibst an der Hitbox und das Spiel dich nicht mehr loslässt. Eigentlich immer noch auf uns? Ja, tut er, ne? Oh, Doppelhit, na klar. Bringen wir das gemeinsam hin, die Salem rauszumachen? Der nimmt doch jetzt hier. Genau, man kann sagen. Tiefwasser-Torpedos. Also, das war mal das. Die dümmste Präsentation von der. Vom Fix, ne? Dann sollten sie das doch einfach mal weiter testen, so. Ich weiß es nicht. Das ärgert mich einfach. Wo sind die Qualitätsprüfungen? Mensch. Das war das erste Mal, dass ich gegen die Insel bimse. Und ich hänge direkt zum ersten Mal fest, so. Like. Ach. Guckt ihr euer eigenes Spiel nicht an? Oder war das jetzt einfach nur dummes Pech? Our team has taken the lead. Hier funktioniert es jetzt. So hätte es gerade funktionieren müssen. Dagegen fahren und dann einfach wieder rückwärts. Oh, I don't know, man. Ich kann Wargaming halt nicht dafür loben, ne? Ich hab's gerade gemacht, ich kann sie einfach nicht dafür loben.
Junge. Victory is in sight. Naja, wenn ich jetzt hier reinrutsche oder sowas. Ich bin ganz ehrlich, es hat sich nichts geändert. Das ist genau dasselbe Verhalten vom Schiff, das ich erwartet hätte, auch vor dem Patch. Es hat sich legit nichts geändert. Hä? Spiele ich ein anderes Spiel? Was soll denn da passieren? Ich dachte, man rutscht jetzt dagegen und dann halt gleitet man weg. Du meinst, das haben sie nur auf... Meinst du, auf manchen Karten? Aber das klang nicht danach. Das klang nicht danach, dass das nur auf manchen Karten gewesen wäre. Also hier kommt man ganz entspannt wieder weg. Engine Boost activated. Ich muss mal gucken, wie oft ich das reproduzieren kann, dass ich irgendwo feststecke einfach. Ja, aber das ist ja dann... Das, pass auf! Das, denke ich... Nee, das ist für mich, ist das die Hitbox der Insel. Die Insel-Kollisionsmodelle. Dazu zählt doch auch noch das mit den Geschützen. Aber dann müssen sie doch klipp und klar hinschreiben, Leute, wir machen jetzt hier eine neue Mechanik, wir haben das noch nicht auf allen Inseln und allen Karten so gemacht, dass man wieder wegkommt. Dann schreibt das doch klipp und klar hin. Das regt mich so auf. Weil so wie die das jetzt wieder angepriesen haben in ihrem Patch Notes, sorry, dass ich gerade wieder ein bisschen pissig werde, deswegen, aber es kotzt mich einfach an. Dann... Das ist genau das alte Verhalten. Das heißt, die Insel, also die ganze Karte, die ist noch nicht überarbeitet. Aber schön in die Patchnotes reinschreiben, ja, wir haben eine neue Mechanik reingeführt. Meine Fresse! Oder steht das da mit dabei? Steht das da irgendwo? Dann nehme ich es zurück. Aber ich hab's ja vorhin gelesen. Ich meine, es stand nicht mit dabei. Und so zwischen den Zeilen lesen, ist halt Bullshit. Sorry. Aber ich werde da immer ein bisschen ungehalten. Wenn ich da, weil ich habe immer das Gefühl so, ey, ja, jetzt machen sie wieder was, endlich was Gutes, so für die Community, fürs Gameplay. So, dass es Spaß macht. Ne? So ein Feuerball! Für die Gesundheit des Spiels. Und dann passiert Folgendes. Es ist wieder so ein Griff ins Klo. Na, jetzt hätte ich den Kill gerne bekommen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich habe das aus dem Patch Notes kopiert, da steht das doch drin. Nekrovin. Da steht, in den kommenden Updates werden wir die Insel-Kollisionsmodelle auf Karten so abändern, dass sie mit den Konturen der Insel im Spiel vollständig übereinstimmen. Was hat das mit meiner Aussage zu tun? Das ist zwischen den Zeilen lesen und sagen, ja, die Mechanik, die wir gerade angekündigt haben, die ist ja doch noch nicht komplett im Spiel. Dann schreibt das doch so hin. Weißt du? Dann sollen die das doch so hinschreiben. Das ärgert mich. Da steht nicht klipp und klar, Leute, wir haben eine neue Mechanik, dass ihr nicht mehr an den Inseln hängen bleibt, aber wir haben es noch nicht auf jeder Karte. Wenn das so drinstehen würde, genau so wie ich es gesagt habe, würde ich mich gar nicht aufregen. Aber für mich ist das so, jo, wir haben eine neue Mechanik und wir gucken, dass wir jetzt das Kollisionsmodell im Zuge dessen, und für mich bedeutet das eben auch das, dass man hier an den Inseln vorbeischießen kann, Kollisionsmodell ist halt die Hitbox, dass das, ne, da lese ich dann auch zwischen den Zeilen. Aber ey, das zeigt doch einfach schon wieder, wie viel man falsch verstehen kann bei solchen Dingen. Einfach klipp und klar da hinschreiben, was Sache ist, und das regt mich auf. Ich weiß, das ist eine absolute Kleinigkeit, ne? Ich glaube, ich kotze mich gerade einfach nur wieder der Fakt an, dass ich gedacht habe, Wargaming macht was für die Gesundheit des Spiels, so.
was eigentlich richtig gut ist, kündige ich das an und am Ende ist es halt genau gleich wie vorher. Und das nervt mich. Das nervt mich richtig ab. Ach, Mann, oh. Sorry, ich will jetzt hier niemanden angehen oder sowas, doof, ne? Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen buttered. Dass ich gerade das erste Mal, als ich in der Insel gefahren bin, direkt wieder stecken geblieben bin. Weißt du, natürlich gibt es Leute, die dann die Patch Notes lesen und das dann auch vielleicht direkt richtig verstehen oder so. Oder richtig rein interpretieren mit dem Satz, dass sie das in den kommenden Updates anpassen werden. Aber das ist halt nicht selbstverständlich. Und ich wiederum habe jetzt halt genau das nicht so verstanden, sondern dachte, okay, das ist jetzt überall so und sie verbessern es halt noch ein bisschen. Aber jetzt hier, da war ja gar nichts von der neuen Mechanik zu sehen. Null. Nada. Es war genau 1:1 dasselbe Verhalten wie immer. Das bedeutet für mich, dass es halt ja, auf der Karte nicht aktiv war. Ich sagte doch, genau. Pass mit dem Pulverfass auf. Und das finde ich frech, dann anzukündigen, ja, neue Mechanik, aber dann nicht dazu zu sagen, okay, ist noch nicht überall aktiv. Das nervt mich, Mann. Ah. Fehlkommunikation. Wie ist das denn im Englischen? Wahrscheinlich wird es ähnlich sein. Muss mal selber nochmal kurz reingucken in die Patch Notes. Infoscholle war das. Und sorry, Nekroben, ich wollte dich jetzt nicht anfahren oder sowas. Gar. Ich bin nur ein bisschen emotional aufgeladen. Warte, ich gehe mal ganz kurz runter. Irgendwo stand das hier mit der neuen Mechanik. Technische Änderungen. Wir arbeiten an dem Problem, dass Schiffe in der Nähe von den... In Update 12.3 führen wir eine Art Gleitmechanik für Schiffe ein, die in Kontakt mit Land oder seichten Gewässer kommen. Diese Mechanik wird es ihnen ermöglichen, sich weiterhin frei zu bewegen, ohne auf Grund zu laufen. Allein, guck mal, und dann das, und dann kommt danach, in den kommenden Updates werden wir die Insel-Kollisionsmodelle auf Karten so abändern, dass sie mit den Konturen der Insel im Spiel vollständig übereinstimmen. Aber der Satz davor impliziert doch schon, dass diese Mechanik im Spiel ist. Aber diese Mechanik, von der habe ich nichts gespürt. Null, gar nichts in der Runde gerade. Dann müssen sie doch da schon dazu schreiben, ein Disclaimer. Stand jetzt ist es noch nicht auf jeder Karte so mit der Mechanik. Und wir werden daran arbeiten, dass es in Zukunft der Fall sein wird, ne? Dass es überall so ist. Aber. Echt jetzt? Ach, Shokaku, du blödes Stück. Torpedoes are stern. Engine boost activated. Und das nervt mich. Courtney, hallöchen, moin. Und wie gesagt, das ist eine absolute Kleinigkeit. Das ist eine absolute Kleinigkeit. Aber ich hatte mich kurz gefreut. Smoke generator activated. Lightning auch noch und ein Drecks-U-Boot. Sag mal, ich bin hier alleine übrigens, ne? Ich bin wirklich komplett alleine. Jetzt habe ich so geraged gerade, dass ich nicht gesehen habe, dass der Feind hier einfach 5 Leute hat. Also... CV und dann dazu noch... Das sah jetzt eher so aus, als würde ich da gerade irgendwie an der Insel gleiten. Ja, jetzt ist natürlich mein Ruder kaputt. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal in die Torps rein. Hä? Der Torp war noch nicht mal an meinem Schiff dran. Der Torp war legit noch nicht mal an meinem Schiff. Der ist hier explodiert. Der war noch nicht dran.
Hä? Der war noch nicht am Schiff. Warte mal, das Dreieck ist doch die Spitze vom Torpedo. Wenn ich nicht irre, ne? Der war noch hinter meinem Schiff. Guck mal, seht ihr das? Mein Schiff hat auch nicht irgendwie Unterbauten. Der war noch mindestens eine ganze Torpedolänge oder noch was weiter weg. Der entfernt sich da wahrscheinlich. Ach, come on, da wirst du vom Spiel direkt verarscht. Weißt du, da kritisierst du einmal, wirst du direkt wieder verarscht. Na, Mano. Hallo, MK Bounce, moin. Die DDs und die Subs, die teilen sich aber schon die Plätze, glaube ich. Also da gibt es entsprechende Regeln für den Matchmaker. Hallöchen Shorty, Grüße, moin. Ah, Mano. Ja, jetzt wollte ich doch eigentlich mit der Corsair gucken, dass ich die neue Insel, die neue Karte erwische, dass wir da ein bisschen mal gucken können, wie das so sich spielt. Heißt das, wir müssen jetzt hier vielleicht mal Turpitz spielen noch ein bisschen? Was war das aber gerade bitte für ein Match? Wir haben direkt den CV auf unsere Seite bekommen. Wir haben zwei DDs gehabt. Wir hatten zwei andere Schiffe dahinter noch. Und ich gucke auf die Minimap und ich sehe ein Schiff hinter mir? Ah ja, ein U-Boot war auch dabei. Die waren zu fünft. Hä? Was ist denn das für ein Spawn gewesen? Ja, keine Ahnung. Mann, ich will mich doch jetzt auch nicht aufregen hier. Über das Spiel. Hallo. Sie haben schon teilweise Teilung des Spawns. Also du meinst die U-Boot und DDs, ne? Und Luckdog, Dankeschön für den Follow und herzlich willkommen, moin. So, aber jetzt bin ich wieder nicht garstig, Leute. Ich akzeptiere einfach die Tatsache, dass die Mechanik noch nicht ganz drin ist, obwohl es angekündigt ist in den Patch Notes. Und dass es hoffentlich in der Zukunft irgendwann dann der Fall sein wird. Aber dieses hoffentlich in der Zukunft irgendwann der Fall sein, ist was du, keine Ahnung, was ich schon sehr oft gesagt habe und auch oft gehört habe in der Vergangenheit und es nie passiert ist. Aber deswegen hatte ich mich auch so gefreut, ne? Weil ich dachte, oh hey, endlich machen sie mal was an der Geschichte. Und dann ist es halt nicht drin. Mann, oh. Was gibt's denn für gute News, Shorty? Gibt es die neue Map überhaupt? Doch. Andere haben schon auf der Karte gespielt, nur ich bin da jetzt noch nicht rangekommen. Ja, wir müssen einfach ein bisschen Achter spielen, ne? Achter oder Neuner. Wir fahren jetzt mal zu dem U-Boot dort vorne. Schade, Schokolade. Hallöchen Panzerfahrer. Du bist der beste Streamer, das sind die guten News. Objektiv oder subjektiv? Ich glaube, objektiv ist das sehr schwer zu beurteilen. Als kleine Entschädigung gibt es jetzt eine 200k-Runde. Ich glaube, als Entschädigung gibt es jetzt erstmal eine 10k-Runde. Noch weniger Damage als davor. Ne, Moment, davor hatte ich ja gar nicht so wenig Schaden gemacht. Hallo Blaubarschbube, moin. Ah, guck mal. Die 10k haben wir schon überboten. Objektiv. Naja, subjektiv und objektiv. Subjektiv heißt... wie soll ich das erklären? Die Meinung eines einzelnen Subjekts, also von dir zum Beispiel, zu irgendeinem Thema. Nehmen wir jetzt einfach mal gerade das Beispiel, ich bin der beste Streamer. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin der beste Streamer, dann wäre das eine subjektive Meinung. Weil das von dir kommt und nicht objektiv belegt werden kann. Objektiv ist, wenn du... Wie sagt man? Wenn alle ihre Meinung kundtun und Fakten niederlegen, mit denen du dann... ein Urteil fällen kannst. Achtung, über was Bestimmtes, wenn du weißt, was ich meine. Manche Sachen kannst du gar nicht objektiv betrachten, nämlich, weil das einfach persönliche Geschmäcker sind. Du kannst zum Beispiel nicht objektiv sagen, keine Ahnung.
Spaghetti mit Tomatensauce schmeckt scheiße. Weil es gibt Leute, die sagen, das schmeckt gut. Also, es geht halt nicht, ne? Du kannst aber, wenn du halt Fakten hast, kannst du was objektiv beurteilen. Zum Beispiel, Coronavirus-Fakten belegen, dass das halt sehr tödlich ist. Gerade am Anfang mit den Folgen, dass du halt nicht auf die... dass die Gesundheitssysteme überlastet waren. Dann kannst du halt sagen, objektiv betrachtet ist diese Krankheit sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil infolgedessen halt viele Leute gestorben sind. Weil da halt Fakten bestehen. You know, also... Fang nicht mit Corona an. Nö, wieso? Das kannst du objektiv sagen. Wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, das war nur irgendeine komische Erkältung, dann hat er einfach keine Ahnung. Nach wie vor. Oder sagt, das ist irgend so ein Ding von der Regierung gewesen. So eine Verschwörungsscheiße. Sind einfach viel zu viele Menschen daran gestorben, dass man das so lächerlich machen kann. Hi Paula, moin. Ich kann empirisch belegen, dass du der Allerbeste bist. Wahrscheinlich. Nee, aber es freut mich natürlich sehr, Jordi. Dass es dir gefällt, dass du dich hier wohlfühlst. Ingo denkt ja auch, dass wir statt seines Charakters seinen Körper mögen. Subjektiv ist er im Irrtum, objektiv tritt es auf Veganer zu, hä? Die mögen Lauch. What the fuck? der dreht ab, ne? Okay, die Bomben haben sich ganz anders angehört, tatsächlich. Schade, dass wir die Hornet nicht richtig erwischt haben gerade. Und Halliche Mini, einen wunderschönen Video dir, moin, servus. Jetzt aber Zitatan. Irgendwie nicht so richtig, gell? Ich lass mal den Brand durchticken, ich habe noch ein paar Heals übrig. Wir sollten schauen, dass wir diese Nagato dort wegbekommen. Die wird dann am Kartenrand gleich ein bisschen gammeln. Problem ist, ich bin nach wie vor aufgeklärt. Ei, die macht aber auch ganz schön Damage-Sturm. Ich müsste in Reichweite für meine Sekundärbatterie kommen. Ich mache jetzt Folgendes. Torpedos direkt voraus. Ich fahre jetzt einmal Richtung Mitte. Weil ich das Gefühl habe... Er kommt auf uns zu in seiner Nagato, oder? Könnte natürlich auch mal kiten hier. Ich glaube, dass unsere Leute das hinkriegen, wenn ich jetzt hier... Oh, da war sogar echt ein Zieler mit dabei auf der Nagato, nice. Ja, wir sollten mal gerade wieder heilen. Subjektiv... Mit eigener Meinung gestützt, objektiv ohne. Also bei objektiver... Berichterstattung ist das falsche Wort. Beurteilung ist das richtige Wort. Bei objektiver Beurteilung ist die eigene Meinung außen vor. Kann man das so sagen? So, den Rest kriegt ihr ja vollends hin, ne? Ich meine, die Shira könnte auch mit ihrer Hauptbatterie einfach mal schießen. Zu spät. So, und dann fahren wir jetzt Richtung Mitte. Hm, wir könnten da lang fahren. Hallöchen, Aurora Daedalus, moin, servus.
Attack! Enemy aircraft! Jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. Wir haben noch die Ignacio, Allende, Colorado, New Orleans, die sind alle super weit weg. Glücklicherweise hat unser Turbo jetzt einigermaßen gute Reichweite. Die Hornet, die würde ich gerne nochmal angreifen. Aber hey, wir haben fast die 100.000 Damage voll. Das ist gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob unser Turbitz was hinbekommt. Ich hätte jetzt nicht unbedingt reparieren müssen. Ich meine, ich habe Adrenalinrausch drauf, oder? Ja, und wenn ich jetzt repariere, dann verringere ich nochmal meine Feuerrate damit. Ist nicht ganz so clever vielleicht. Sollten wir die New Orleans mal angreifen? Unser Sieg ist in Sicht. Kann natürlich gut sein, dass er auch langsamer wird jetzt. Oh wow, echt jetzt? Er fährt auch straight gerade aus. Oh, meine Sekundärbatterie fängt schon an zu wirken. Cool. Ah, da war noch eine Zeta dabei. Nice. Sehr schön. Ich glaube, er geht trotzdem raus, bevor wir ihn bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, noch eine. Wow, okay. Wir haben einen Gegner. Gott, nee, ich glaube, du musst öfter dabei sein, da. Wir machen ja nur noch Zetas hier. Okay, das war unnötig. Eigentlich müssen wir uns mal um die Horny kümmern. Der steht ja da, immer noch. Warum steht denn der da immer noch? Doppelzieher. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Was ist denn jetzt passiert? Hä, Turbitz, was ist los mit dir? Sieben Zitadellen? Okay, die Undyne hat richtig performt, Leute. Ja, die Kostek-Runde, die ist natürlich volle Kanne in die Hose gegangen. Leider habe ich da nicht gut gespielt mit ihr. Ich würde gerne nochmal eine Runde mit der Kostek Black spielen. 200k war angesagt, nicht 148. Ja, wir waren fast waren wir bei den 200.000. RNG-Bearbeitung. Vielleicht entschuldigt sich Wargaming. Dafür, dass sie eine Fehlkommunikation mit ihrer neuen Mechanik hatten. Ja, keine Ahnung. I don't know. Dankeschön, Private Paula, für 4 Monate. Ich danke dir für den Support. Und moin. Was meinst du, Eternal? So, ja, ich habe eventuell auch was Falsches reininterpretiert in ihre neue Mechanik, die sie reinbringen, damit man nicht mehr an Inseln hängen bleibt. Ich dachte, man bleibt nicht mehr an Inseln hängen. Erster Inselbums, ich bleib direkt an der Insel hängen. Tja. Enemy force detected. Jetzt eine bombastische Runde mit der Cossack. Könnte schwierig werden, da sind 10er mit dabei, gell? Ein CV ist mit dabei, Halland, Kita Kasa, habe ich keine. Ja, aber Krone. Ach, sind Doppel.
Division mit den... Ich kann ja auch spotten, aber ich kann im 1 gegen 1 nicht viel machen gegen die... Wir haben eine Benz hier unten. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir die Halland hier haben. Ich glaube, wir haben die Halland hier. Und oben bei Sherman und Yugumo sind dann Kitakase und Groningen. Diesmal achte ich aber auf die Minimap und gucke erstmal, ob wir noch ein paar Verbündete hinter uns bekommen. Weil das wäre nicht schlecht. So, die Benson outspotten wir. Ganz knapp. Da ist sie. Concentrate fire on the designated target. Requesting support. Smoke generator activated. Wie Smoke screen set. Pew pew. Mhm, versucht abzuhauen. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Ich hab ihn leider nicht mehr erwischt gerade, gell? Da ist er wieder. Wow, ich versuch's und ich treffe, ich schaff es nicht. Dummer Ping ist einfach zu blöd, um zu zielen und zu treffen. Wir holen uns mal gerade den Cap. Oh, die haben eine Petra. Pavlovsk. Sehr licht. So, da hinten kommt noch die Pommern wahrscheinlich rum. Ich meine, ich könnte hier einfach mal ein paar Torps schmeißen. So. Klingt echt ein bisschen merkwürdig, die Torpedos, gell, wenn man die rausschmeißt. Es gibt andere Schiffe, die besseren Tarnwert haben. 5,4 ist das Beste, meine ich. Oder ja, vielleicht gibt es auch noch welche, die noch besser sind im Low-Tier-Bereich. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Auf Stufe 2 oder 3 oder so vielleicht ein DD. Oder I don't know. Aber ich meine, 5,4 ist so das, was man im Mid- und High-Tier-Bereich am besten hinbekommt. Mit ja, Sashio zum Beispiel 5,4 Kilometer. Wir haben ihre Pommern dorthin. Ich habe meinen Nebel ready. Zur Not. Dann lasst uns mal kurz hier rüberfahren. Tachibana 4-7, echt? Ich wollte eigentlich gerade mit Full Life einfach nur diese Benson vollends finishen. Aber interessanterweise kasse ich so heftig durch die Kreuzer und den Support von den anderen dort. Jetzt ist die auch schon so nah dran. Die stehen halt auch alle wieder super weit weg, unsere Leute, gell? Die Battleships, die kommen nicht näher ran, die stehen alle relativ weit hinten. Das heißt halt für die gegnerischen Kreuzer, dass sie so weit vorfahren können. Oder generell für die gegnerischen Schiffe. Ich muss hier sofort wegdüsen, bevor das Radar angeht und mich aufklärt von der Petropavlovsk. Jetzt habe ich 8000 Lebenspunkte verloren für eine Benson, die 4000 hat. Ja. Ist ein bisschen doof. Hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, leider. Ein Torpedo. Ne, trifft nicht. So wie er jetzt fährt, fährt er genau durch die Lücke. Schade. Aber er ist aufgeklärt. Durch die Flugzeuge. Mit Sicherheit nicht durch unsere Schiffe. Die stehen nämlich super weit hinten. Die sind zu passiv, unsere Leute, habe ich das Gefühl.
Ich guck nochmal ganz kurz. Ich glaube, Shima hatte 5-6. Oder wartet ihr auch 5-5? Meint ihr? Ich hab's nicht mehr im Kopf gerade. Schön, der brennt wieder. Ja, wir haben das Problem, dass wir die C-Seite verlieren werden. Und jetzt auch die Mitte verlieren, weil da die Halland drin sitzt. Wir haben schon zwei DDs verloren. Ich habe auch das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier überhaupt kämpft, richtig so. Weiß ich ja nicht. Dauert auch nicht lange, bis die Ohio wahrscheinlich hier ankommt. Hm, da ist sie, dreht aber lieber ab, die Ohio, wie es aussieht. Oh, die Pommern ist fast raus, Leute. Weit vorgefahren jetzt. Ich könnte eigentlich, solange er Breitseite fährt, auch mal ein bisschen AP schießen, aber ich glaube, die Gelegenheit hat sich jetzt erledigt. Bin sowieso im Radar drin, war gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht die Möglichkeit unseres Nebels nutze, einfach zuzugehen hier vor ihm, aber Petrograder sollte ja gleich auf uns zielen wollen. Ja, ich muss jetzt leider die Position wechseln. Ich meine, er hat nochmal einen Brand von uns kassiert. Radar ist durch. Ich muss, glaube ich, in Richtung Mitte zu Halland. Also, ne? Ah, wobei, die gewinnt C. Unser Team gewinnt C. Dann ist das aber noch okay. Dann ist das noch fein. Soyuz kommt dran. Ich guck mal, ob ich der Soyuz ein paar Torpedos schmeißen kann. Und dann ziehe ich mich wieder zurück. Okay. All stations, concentrate fire on the target. Hallo Batu, moin und hallo Herr Keksdieb. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Servus. Ich grüße. Engine boost deactivated. Die Petro ist ja schon fast raus, Leute. Attention. Reporting a target's position. So. Smoke generator activated. Wir müssen Petro rauskriegen, bevor sie uns aufklärt. So krass, ne? Die hat zwar Aufbauten, aber ich treffe die nicht. RNG sagt, die Granaten treffen nur die Geschütztürme und die Deckpanzerung. Seht ihr das? Da, ich, da, das ganze Ding ist Aufbauten. Gedöns. Das ist so brutal. Ah, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir ihn. Das repariert er nicht. Den Brand. Ich meine, er heilt jetzt gerade gegen. Na Gott. Echt jetzt, Leute. Okay. Jetzt aber weiter geht's. Izumo dort hinten mit ihren 71.000 HP. Die hat richtig viel eingesetzt an Lebenspunkten. Wollen wir die Pommern einfach mal angreifen? Wir sind einfach mal super dreist, okay.
weit ich hochhalten muss. Das gibt's doch gar nicht. Um seine Aufbauten zu treffen. Okay, lieber mal blind in den Nebel schießen. I see, I see. Okay, wir gehen... Oh Gott. Bin immer noch aufgeklärt? Dann haben wir die Halland hier, Leute. Dann haben wir die Halland hier. Das ist jetzt miesig, fiesig. Smoke generator activated. Der trifft uns mit allem, was er hat. Seht ihr das? Er hat uns fast mit allem getroffen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä, warum war ich... Die Halland war kurz noch hier und hat uns aufgeklärt gehabt. Okay. Ich glaube, das waren... 6 Granaten? 5 oder 6 Granaten, die uns getroffen haben, glaube ich, gerade im Overpin. Nicht schlecht, ey. Wäre fast unser Ende gewesen. Hätte ein bisschen früher regieren müssen, früher abbremsen. So, die Lexington, die will uns, glaube ich, noch haben. Und dann kommt nochmal zu uns rüber. Theoretisch wäre die natürlich auch nicht verkehrt, die Halland anzugreifen. Wir sind bei 900 Punkten. Uiuiui, Extremausweichung. Ich war gerade am überlegen, wie rum muss ich drehen, damit ich jetzt nicht die Nase reinschiebe. War knapp. Was meint ihr, wie der fahren wird mit seiner... Fährt er auf die zu? Er dreht schon ein bisschen, gell? Oh, das ist die Halland. Halland ist ein 10er DD. Den nehme ich mit. Kacke, Leute. Der Alpha-Schaden der HE ist schon brutal bei der Kostik einfach. Auch gerade mit der Halland, ich dachte, ich müsste noch ein paar Mal drauf schießen. Ich treffe ihn einfach hinten am Heck. 2500 Damage oder sowas. Zack, einfach weg. Ein Cheater-Team. Cheater, Cheater, Cheater. Ich muss hier die schlechte Runde davor wieder ausgleichen. Ja, ey, sag mir doch mal bitte, wie kommen wir denn jetzt in diese neue Garte? Ich will die neue Map mal spielen, Mensch. Sollen wir mal Asashi probieren? Die Fässer Torpedos. Ach, war Krusan das mit dem Team, lol? War der mit dem Spiel gerade? Warte, ich muss kurz auf deren Stream gehen. Und normalerweise die Art und Weise, wie es funktioniert, ich kann es mal ganz kurz im Spiel zeigen, ne? Wenn du auf dein Profil gehst, hast du hier diese ganzen Sammlungen. Und normalerweise jede Sammlung hat quasi hier so eine Sammelseite. Zum Beispiel hier zum Thema alliierte Helden mit einer Beschreibung dazu. Und hier siehst du zum Beispiel für die USA, na, das ist die Seite für die USA, siehst du, was die Belohnung ist. Hier zum Beispiel ein 10-Punkte-Kommandant für die Amerikaner. Hier drüben zum Beispiel ist ein 10-Punkte-Kommandant für die Franzosen. Und zweitens, mal gucken, ob sie es überhaupt gelesen haben. Diesen Monat interessant, denn da gibt es zum Beispiel für vollständigen Abschnitt 24 Stunden. Die haben ja immer ihren Update-Stream. Donnerstags am Patch, deutscher Patch-Stream. Habe ich gar nicht gesehen, du, dass die drin waren. Ich kann jetzt leider nicht loben, weil wenn ich nach dem Match raus bin, ich habe das gar nicht gesehen, du. Ne, es gibt hier zum Beispiel die zweite Flagge und ein zweites Tarnfarbschema, das man für manche Nationen haben kann. Zum Beispiel Soleil, Anime,
Kollaboration und so weiter und so fort. Wir haben übrigens jetzt auch Pingu zu uns als Gast im Stream, also im Chat. Ja, hallöchen, Pingu. Und ja, du warst bei uns im Game. Danke ja. Für den Carry. wir haben auch Hallo gesagt. Ja, GG. Ja, sehr gut. Ich hab dich auch direkt dreimal reported, weil du Killsteal betrieben hast. Ich hoffe, bei dir ist alles gut und dass du auch eine angenehme Woche hast. Ich war Brain AFK. Ja, mit Brain AFK trotzdem Kraken mit 2500 Basis-EP loszulassen, das ist natürlich... Einfach Kossack-Finks oder so. Ja, Kossack ist auch ein absolut phänomenalisch. Lesbatula fragt, sind noch Anpassungen bei den panamerikanischen Kreuzern geplant? Ohne die entfernte HE-Bewaffnung fehlt eine Menge Damage-Potenzial, meint er. Zumindest ist aktuell nicht geplant. Deren Test eigentlich recht gut funktioniert. So, ich bin und gleich wieder bei euch. Falls wir jetzt sehen würden, dass die panamerikanischen Kreuzer stark hinterherhinken, dann werden wir natürlich irgendwo so. Unser Grund. Ich höre Stimmen, sie klingen böse. Achso, ich habe ja sogar noch euch die... Thema, ja, dann habt ihr es ja gehört. Veröffentlicht wurden. Außer wir sehen wirklich eine... So, das war der offizielle oder ist der offizielle Wargaming-Stream. Jetzt müssen wir aber uns hier wieder ein bisschen konzentrieren, gell? Sind ein paar Battleships mit da, gell? Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Ist super dumm von mir, hier an die Insel ranzufahren mit der Asashio. Weil jederzeit hier ein DD auftauchen könnte. Na, es sind tatsächlich nur 15 Minuten oder 20, glaube ich, Batum. Das Problem jetzt hier ist, dass die... Hallo! Oh, der nimmt welche, Leute. Der nimmt welche. U-Boot ist drüben. Ich hab so Schiss. Direkt zwei Deepwater Torps rein. APF zeigt halt in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob hier nicht gleich noch ein DD auftaucht vor uns. Müssen wir gerade umdrehen. Isst du gerne Schokolade? Kommt drauf an, was für Schokolade. Also wir hatten ja jetzt erst Ostern, ne? Ich habe hier immer noch Hasen rumliegen. Also, ab und an gerne, so dunkle Schokolade, sehr, sehr gerne. So Vollmilchschokolade eher weniger. Wobei, so Sachen wie zum Beispiel Smarties, die gehen sofort weg. Hä, da schießt jemand und ich sehe ihn nicht? Lol? Hä, da hat gerade jemand geschossen und ich habe ihn nicht gesehen? Agiro. Ist ja interessant. Hat er von uns einen Flooding bekommen, der Freddy? Hallo Hafmoin. Und bei Smarties ist ja auch süße Vollmilchschokolade drin, gell? Aber irgendwie schmeckt mir das halt mehr als einfach nur eine Tafel Vollmilchschokolade. Zartbitter ist ganz gut. Kagero kommt jetzt auf uns zu. CV kommt dran, er nebelt sich ebenfalls. Achtung, melde Zielposition. Ungünstig, Leute. Mir fehlt der Motorboost. Echt jetzt? Ein Treffer. Adriatico ist noch da. Leute, es ist schlecht. Irgendwie fehlt mir einfach so ein bisschen der Support hier gerade. Also nicht mal ein bisschen, sondern richtig viel Support. Ich kann hier nicht ewig bleiben, Leute. Ich muss hier weg. Was machen die eigentlich alle? Wieso lasst ihr die einfach reinfahren? Ey, ich mache euch Spots und es kommt kein Damage. Kommt, Leute.
Irgendwo ist noch die Kagero. Adriatico haben sie halt hier vorne, das ist das Problem. Ich hau hier ab jetzt, so schnell ich kann. Marzipan ist gar nicht meins. Überhaupt nicht. Kann dieser blöde Pfeiler mal verschwinden eigentlich? Ich mach nicht mal Kills, ne? Wie lange der weiter über mir sitzt und einfach nicht stirbt. Okay, pass auf. Die fahren hinter der Insel lang, Leute. Leider. Kagero traut sich nicht mehr ranzukommen zu mir, wie es aussieht. Adriatico ist zwischen mir und den Feinden, den Verbündeten. Die fängt uns jetzt ab, ich sehe schon kommen. Die wird uns versuchen abzufangen. Dann werden wir jetzt rausgehen. Ich werde so verkauft von unserem Team, das ist unfassbar. Wie die Battleships einfach nicht mehr versuchen. Oh mein Gott, ich bin tatsächlich nicht aufgegangen durch den Flieger. Nein, er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Good job. Das war's. Ja, verkauft durchs eigene Team. Die eigenen Battleships, wie sie einfach denken, sie müssen einfach wegfahren. Schön mit 68.000 HP, Missouri dort. Ich verstehe das gar nicht. Guck mal, der Freddy hat 20k. Einfach alle gemeinsam auf Freddy-Freddy-Dead. Alle gemeinsam auf die... Auf den Kreuzer, Kreuzer-Dead. Oh Mann, ey. Er hat sich zurückgezogen wieder. Adriatico ist rein. Er hat immer noch Fighter, er Flieger. Wie kann man nur seinen Zerstörer so im Stich lassen? Auch so wird sein Hallo funktioniert nicht mehr, Hafne. Die Soundcommands habe ich jetzt noch nicht alle, aber zum Teil in die Kanalpunkte integriert. So, kriegt unser Team das irgendwie... Was macht die Pommern dort hinten? Manno. Hätten so schön die Battleships noch weiter torpen können. Eine Minute bis zum nächsten. Ich glaube, der CV hat uns... Schiff fertiggestellt. Nicht mehr im Visier. Das finde ich sehr gut. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja. Dankeschön für die Follows, die vorhin reinkamen übrigens, gell? Also vielen lieben Dank euch. Ist schwierig jetzt. Jetzt habe ich nebenbei den Wargaming-Stream aufgemacht und kurz was in den Chat geschrieben. Und jetzt muss ich den parallel noch ein bisschen offen haben, damit, falls ich angeschrieben werde, dass ich auch nochmal zurückschreiben kann. Sonst ist das ein bisschen unhöflich. Falls jemand Hallo sagt oder so. Dass dann keine Antwort kommt von mir. Die Adriatico ist wieder rüber. Ey, wir leben einfach noch. Wow. Problem ist aber, dass wir jetzt halt die Punkte verlieren langsam. Gell? Unser Team ist sehr schlecht. Sie sind links bei Alpha absolut in der Überzahl und sie haben es noch nicht wirklich hinbekommen, dort jemanden zu versenken. Gell?
Sollen sie halt in meinen Stream kommen, wenn sie was wollen? Ja, gut, ich gehe jetzt auch nicht auf den Wargaming-Stream rüber und sage dann, Leute, kommt zu mir rüber, wenn ihr mit mir reden wollt. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, nachdem ihr mir jetzt gesagt habt, dass ich gerade mit denen gespielt hatte. Und sie auch Hallo gesagt hatten. Und normalerweise sage ich auch Hallo. Aber den Chat lese ich halt eigentlich kaum. Den Ingame-Chat. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn die 3000 Leute aber auch zu mir in den Stream kommen würden. Oh je, Team. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr ganz schnell Kills macht. Da hinten Vermont und Friedrich vielleicht noch irgendwie mit wegnehmt. Ich muss ganz schnell in den B-Cap reinfahren. Torpen kann ich sogar nur noch die Meute hier vorne. Ihr habt die neue Karte. Ich habe sie noch nicht gesehen. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. APF zeigt nach rechts. Sag mir nicht, dass jetzt die Ignazio hier gleich rumfährt. Wenn ja, habe ich ein Problem. Nein, zeigt nach vorne. Während Vermont ist fast raus. Das ist sehr gut, die muss weg. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Warte, die Vermont muss weg. Die Vermont muss weg, die hat 3800 HP. Die darf nicht überleben, wir brauchen die Punkte. Kagero kann ich versuchen mit anzugreifen. Den Vermont ist raus. Da habe ich auch gleich nochmal Torps raus. Da ist die Adriatico, die hat nichts mehr. Das hat ja voll gar nicht funktioniert, ey. Er hat Abluft-Nebelerzeuger gehabt. Okay, das ist ein Problem. Er kommt jetzt auf uns zugefahren. Muss hier weg. Was ich tun kann, ist... Ja, die Kagero ist halt vor uns auch noch, gell? Der kommt hierher. Muss die Insel nutzen als Cover. Der ist schon so... Ey, der ist schon hier, Leute. Und hat sein Nebel auf, ist die Frage. Der fährt jetzt in meinen Nebel rein gleich. Das ist nicht gut für uns. Das ist nicht gut für uns. Ich weiß halt, dass er hier ist. Das ist das Problem. Kagero drüben. Und er mit seiner SAP wird uns halt fertig machen, das ist das Ding. Pommern fährt drüben nach C rein. Er fährt außen rum. Meine Tops laufen auf jeden Fall Richtung Freddy und dem anderen BB. Ich hätte vorhin halt direkt 2K noch machen müssen oder sowas. Also runter geht auf 3000 HP oder sowas. Never underestimate Asashio. Okay, nice. Er hatte von jemand anderem noch kassiert gehabt. Schön. Top-Treffer hoch. Slava. Nice. Den anderen haben wir auch. Himmelmann wird von der Kagero verfolgt. Pommern holt sich den Cap drüben. Jetzt wird das aber eine ganz schön knappe Kiste hier, du. Hallöchen. Schaf, ich grüße dich, mein. Lava ist hängen geblieben am Wrack, oder was? Ja, ist am Wrack hängen geblieben. Gucken, was das U-Boot jetzt macht. Ich hoffe, das U-Boot, das geht da mit ungelenkten Torpedos irgendwie ran und holt ihn sich.
Ich muss halt rüber zu Kagero und die eigentlich noch weghanden, bevor unser Immelmann stirbt. 4 Minuten noch. So, der rutscht halt langsam nach vorne. Super schwer einzuschätzen jetzt, wie der fährt, gell? Die sind gelenkt, die Torps, oder? Kagero 7000 AP. Weiß nicht, wo der CV ist. Schön, ist raus. Ignazio Allende. Da kann ich jetzt leider nichts gegen machen. Lass uns mal runterfahren Richtung Kagero. Den Cap blocken. Z46 fährt auch runter. Ich spotte noch weiterhin für unsere. Ich habe keinen Nebel mehr, leider. Die Nan ist gefährlich. Will unsere Pommern auf jeden Fall helfen. Da ist die Midway. Die Nan fängt dann auf uns zu wirken. Halt auch super weit weg, das Ding. Deswegen wird er Probleme bekommen, uns anzugreifen. Oh Mann, ist noch fast voll, gell? Ich muss hier bleiben, Leute. Ich muss hier mitkämpfen. Bin ich zu weit weg. Shit. Und Brand wäre cool. Oh Mann. Wie sieht's aus? Midway fährt rückwärts. Z46, die Kagero ist fast down. Das kriegt die Z hoffentlich hin, vollends. Dann würde ich ihr hier mithelfen. Oh, schon 2 Stunden um. Hat nichts mehr, die Jinan. Warum treffe ich ihn nicht? Komm schon, ich bin so dumm. Muss ihn treffen, Mann. Davon hängt jetzt eventuell der Sieg mit ab, ne? Come on! Ey, ohne Witz! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr... Oh Gott, er ist wieder rumgefahren. Was ist in Range? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. Das ist miesig, fiesig. Wenn die Torps jetzt auch noch schön seine Kreuzer dort angreifen könnten, wäre das natürlich genial, aber das ist leider nicht der Fall, gell? U-Boot, ich brauche Spots. U-Boot, ich brauche Spots. Midway kommt. Scheiße. Das war's. Ich glaube, ich stab jetzt weg. Kagero ist raus. 1 Minute noch. Ja, das war einfach nur Frage der Zeit, bis das passieren würde. CV. Ja, oh, aber ich habe so getoppt, dass die Midway reinfahren könnte. Also ich habe extra voraus, aber die wird die Torps nicht alle mitnehmen. So viel, dass sie wegstirbt. Einen nimmt sie eventuell. Aber ich habe extra so getoppt, dass, also halt die Range... Oh nein, echt jetzt? Ja. Also du hast ja den Kreis gehabt. Oh nein, die Midway macht die Z auch noch raus. Ja, okay, damit hat die Midway das Spiel gecarried, gewonnen. Schade. Also du hast ja den Kreis mit der Reichweite und die Midway war halt außerhalb des Kreises. Deswegen bin ich dann so weit nach rechts gegangen, sodass, wenn sie einfach geradeaus weiterfährt, dass ich dann wieder rankommen würde mit den Torpedos. Dass sie wirklich wieder reinbeschleunigt. Ah, ey, wie geil das gewesen wäre, ne? Ich den CV noch weg, aber nee. Naja. Mehr Carry war nicht drin, Leute, nachdem ich da so verkauft wurde auf unserer rechten Seite. Sehr schade. Base in der Niederlage, Leute. Das ist mehr als der Gewinner hat. Aber immerhin konnte ich mit der Asashi was machen. Da bin ich ja schon ganz froh drum, dass da überhaupt Battleships unterwegs waren. Schon echt ein kleines, fieses Biest, ne? Hallöchen, Checo. Guten Abend, moin. Hallöchen, Rob nochmal. Servus. Moin. Ah, okay.
Okay, dann. Nekromen hat er noch gesagt, load hier Feldzug machen. Vielleicht kriegst du dann noch die neue Karte mal. Nee, load dir Feldzug bitte nicht. Ich mag das nicht. Mal Kreuzer spielen. Mogami. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken hier. Den Launch von der Rakete. Die Tolle hat das bei uns auf dem Discord gepostet. Sieht ja schon gewaltig aus. Uff. Alter, wie riesig das Ding ist. Krass. Good luck, everyone. Okay, wir fahren nach Alpha, würde ich sagen. Einfach mal nach Alpha rüberfahren. Viele Kreuzer, krass. Und wieder nicht die neue Karte leider gab. Schade. Mal eigentlich gleich nochmal gucken, oder? Das hier? Müsste einer der Halloween-Camos sein, ja. So eine dynamische, lebendige Camo. Die ist ganz cool. Das ist ein Oktopus. Mal gucken, ob die dieses Jahr auch wieder irgendwo zu kaufen sein wird oder so. Jetzt muss ich mir gleich noch was zu trinken holen. Hab jetzt nichts mehr. Ja, haben wir doch die ersten Schiffe. Unser U-Boot ist abgetaucht. Ja, genau, schon halb tot. Alter, ist das sein Ernst? Sag mal, aber er ist auf Periskoptiefe geblieben, der Dödel. Kollege, er bleibt einfach auf Periskoptiefe erstmal stehen. Jetzt bin ich aufgetaucht. Wunderbar. Aufgeklärt. Ich traue den Torpedos nicht. Jetzt haben wir ein Riesenproblem hier. Aoba dreht schon ab. Renown steht jetzt vorne, wird beschossen. Wir müssen gucken, dass wir nach hinten wegkommen. Noch ein Brand auf dem Yoko. Winter Cola ist auch noch da. Alle,
unser U-Boot jetzt an der Oberfläche. Holt sich den Cap. Da ist das feindliche U-Boot aufgetaucht. Krass, wie sie einfach alle auf diese Renown gehen, gell? Statt mich anzugreifen, obwohl ich eigentlich ein viel einfaches Ziel bin für die. Oder sagen wir mal leichter gepanzert. Einfacher zu versenken. Aber das Schiff, das vorne steht, wird einfach gefokust. Das ist echt heftig. So. Mal gucken, ob ich der Sturdy ein bisschen helfen kann hier. Leider ist sie abgetaucht, weil sie kurz aufgeklärt wurde. Und jetzt hat sie den Cap nicht bekommen. Bisschen schade ist das schon. Ich würde... Was macht die New Orleans? Die ist AFK. Finde ich gut. Bin das neu in dem Game? Es gibt super viele verschiedene Camos mittlerweile in dem Spiel. Das ist ja schon 7 Jahre alt. 8 Jahre, glaube ich, dieses Jahr. Oder? Ja, 8 Jahre wird das. Ist schon... Ja... Ganz sehr viel Geld hier liegen lassen, sagen wir es mal so. Die Miyoko kriegen wir raus im 1 gegen 1. Das Battleship hat sich ja zum Glück zurückgezogen. Das U-Boot scheint nicht auf der Oberfläche unterwegs zu sein, sonst würde uns das sehen. Ein Treffer nur auf die Anchorage. Sorry, nee, nicht Anchorage. Alminte Korschranne oder wie auch immer man das nennt. Da hinten ist Cleveland. Wir bleiben mal gerade hier stehen. Ich hoffe... Ja, sieht nicht so gut aus für unser Team. Bin ich ganz ehrlich. Cap gehört uns, das ist gut. Wir haben wie gesagt noch hier irgendwo die Miyoko stehen. Wenn ich jetzt weiterfahre, habe ich das Problem, dass ich nicht mehr unserem U-Boot helfen kann, wenn es das Gegnerische aufklären sollte. Ja. Natürlich die Frage, ob das U-Boot jetzt zu mir kommt, das Feindliche. Aufgeklärt. Und damit haben wir jetzt hier möglicherweise das U-Boot vor uns, genau. Das ist, auf einmal stehen plötzlich 4 Schiffe hier vorne, ne? Das ist crazy. Wir gehen direkt wieder hinter die Insel. Naja, du kannst ruhig pingen, wie du möchtest, ne? Wir bleiben jetzt hier stehen und kämpfen dann gegen die Lion in der Mitte. Mal gucken, ob unser Ubo das hinbekommt. Immerhin hat er ja den Cap noch geholt, das ist sehr gut. Ich hoffe mal, dass wir mit den Massen, mit der Masse an Granaten, das Schiff hier wegbekommen. Easy. Rand, sehr schön. Möglicherweise hatte er nämlich schon einen, genau, ein Flooding, hat das repariert. Ich glaube, damit kriegen wir die Liga raus. Komm, wenn unser Team da nochmal drauf haut. Genau, und ist noch mit drauf. Noch ein Brand, perfekt, der ist raus. Haben wir dir gleich die Almte? Ach, keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. I don't know. Ja, das wird jetzt ein bisschen kritisch hier. Das hat nämlich sehr viele Lebenspunkte, das Ding. Dieses verdammte Oberdonner. Taucht ab.
Grandios, Master. Weißt du, was mir fehlt? Eine New Orleans, die mir hilft. Ist das sein Ernst? Er hat nichts mehr. Mogami, du darfst sehr gerne beschleunigen jetzt. Raus. Metro läuft noch, sehr gut. Wunderbar. Eine New Orleans wäre ganz cool noch. Also Unterstützung. Wir sehen amerikanische Kurze spielen. Einerseits kannst du die grinden und hast eine Chance auf die neue Map. Wir könnten natürlich auch die versuchen anzufangen zu spielen. Die. Aber weiß ich nicht, ob ich so wirklich Lust drauf habe, um ehrlich zu sein. Ist halt wieder so eine neue Linie. Ich nutze gerade die Gelegenheit, ein paar Schiffe auf Tier 8 zu fahren, die ich sonst eigentlich fast nie fahre. Die ich immer gerne gespielt habe. Zum Beispiel Atago würde ich auch gleich, wo ich es gerade sehe, Atago Black würde ich auch gerne nochmal spielen. Also generell eine Atago. Aber ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich spiele danach eine Runde. Oh, links könnte bald noch jemand kommen. Cleveland. Muss mal aufpassen. Aber da ist ein Warte mal, da ist ein Fighter. Wo bitte ist dann hier die Die muss ja super weit weg sein dann. Die muss total weit weg sein. Ja, die kassiert extrem gut, die Mogami. Ja, ihr müsst da richtig aufpassen. Mit der Mogami lernst du wieder, wie du vorsichtig mit Kreuzern zu fahren hast, so. Wenn man so will. Schade, den Kill hätte ich gerne noch bekommen. Also wir haben hier die Miyoko. Die können wir gleich mit angreifen. Turmdrehrate ist halt auch super schlecht auf dem Teil. Hallo Predator, moin. Die Mogami teilt ja auch gut aus. Ja, aber wie Nikrofen schon gesagt hat, ne, sie kassiert auch sehr gut. Ich meine, das gerade eben mit AP, mit dem kleinen. Ich habe ja das kleine Kaliber drin. Das hat funktioniert, weil der Gegnerische Kreuzer halt super schwach war. Das wäre ja der 6er Kreuzer. Und der zeigt Breitseite und da kassiert er dann auch ordentlich. Das kann für mich. Miyoko ist jetzt gefährlich, wenn sie AP geladen hätte. Aber hat sie nicht. War auch nicht ready, wie es aussieht. Ah, er hat er drin, okay. Cleveland dort hinten. Komm ich nicht drüber, gell? Dann müssen wir mal die Prinz Heinrich vielleicht angreifen. Ist gut möglich, dass die Prinz Heinrich in Reichweite unserer Torpedos kommen wird. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Nur ein bisschen näher ran. Cleveland ist jetzt halt eigentlich gar nicht geil für uns. Ah, komm mal, Prinz Heinrich geht raus. Weil er hat deutlich mehr Lebenspunkte. Wie ich. Gute Arbeit. Und dadurch natürlich auch die Möglichkeit, uns einfach fertig zu machen, ja. Aber wir können jetzt mal gerade gucken, wenn Pinko nicht so dumm ist und daneben schießt. Sollten wir mit unserer Feuerrate, wenn er immer nur seinen Hecktürm einsetzt. Ja, er schießt halt schon wieder volle Kanne daneben, ne? Hat jetzt schon wieder zwei Salven so ein bisschen versemmelt. Oh Gott. Ich
Lexington kommt natürlich jetzt auch nochmal mit seinen Flugzeugen an. Ja. Oder ihren Flugzeugen. Ja, wir sterben raus. So, den Kampf kannst du halt eigentlich nicht eingehen dann. Ne? Der hat ja 10.000 AP mehr gehabt als ich. Und dann noch die Lexington hinterher. Vielleicht hätten wir es gewonnen, den Fight. Wahrscheinlich hätten wir ihn sogar gewonnen jetzt. Aber wegen individueller Stärkenunterschiede. Also er hat ja auch mehrmals daneben geschossen. Wenn der CV nicht mit eingegriffen hätte. Aber ich sag mir jetzt mal, wenn die Cleveland und die und ich in meinem Fall die Mogami, wenn wir skilltechnisch gleich unterwegs wären. Oh, die Sturdy, Alter. Oh, wie die hinterhergekommen wären, ne? Hätte die Cleveland das locker gewonnen. Die 203mm Türme drehen schneller. Ja, dafür hast du nicht 38mm Durchschlag. Das hat uns jetzt gar nicht so viel gebracht, weil wir gar keinen britischen, amerikanischen Schlachter hatten, ja? Kein amerikanisches Schlachtschiff. Mit 38mm Panzerung. Und herrlichen Call. Servus. Bei dem Skin zahlst du aber extra Feinstaubabgabe. Das ist gar kein Feinstaub, das ist Hubstaub. Rülpsstaub. Ich weiß es nicht. Es stinkt auf jeden Fall, glaube ich. Es ist grün. Es ist grün, muss stinken. Aber was ist das denn bitte für eine crazy... Du kannst ja gar nicht ausweichen. Was haben die bitte für eine Drehrate? Reichweite, naja, also ist, du kannst mit denen halt nicht vorne an der Front rumfahren, ist klar, mit den japanischen Kreuzern. Du hast halt eine sehr gute Verborgenheit, also du willst irgendwo zwischen, auf Midrange-Bereich möchtest du mitkämpfen, ne? Du willst den DDs Unterstützung bieten vielleicht. Es ist schwer zu sagen, ganz ehrlich, es hängt immer davon ab, wie die Verbündeten bei dir mitspielen. Wenn Battleships hinten stehen und nur hinten gammeln, dann wirst du nicht so viel machen können mit den japanischen Kreuzern. Immer mal wieder angreifen, irgendwie auf die Flanke fahren, angreifen, hoffen, dass der Gegner dich vielleicht nicht fokussiert. Wenn das doch tut, wieder zugehen und dann immer solche Spielchen spielen. Reichweite hat man im Grunde schon genug, um auf Distanz so zu spielen, dass du auch ausweichen kannst, wenn ein Battleship schießen sollte. Ansonsten, ich habe jetzt gerade in dem Fall halt auch sehr gut versucht, zumindest die Inseln mitzunehmen als Cover. Hier zum Beispiel dann bitte mithelfen. Ich meine, es hat auch irgendwie alles gepasst. Ne? Der Gegner ist hier reingefahren dort. Der hat nicht viel machen können. Das U-Boot ist an uns rangekommen. Also die haben uns auch in die Karten gespielt. Gell? Aber wenn die jetzt gemeinsam gepusht hätten zu viert oder sowas, wäre ich weg gewesen. Aber die haben ja zum Glück einfach abgebremst und sind weggefahren. Haben also ihren... Das, was sie angefangen haben, haben sie nicht beendet auf der Seite. Und das ist ein Fehler vom Gegner gewesen, meiner Meinung nach. Aber das, was, ja, was Nekroven sagt, schießen, zugehen, das ist schon immer die japanische Spielweise gewesen bei den Kreuzern. Und später wirst du auch noch eine bessere Reichweite hinbekommen. Du musst halt bedenken, die haben halt auch schon richtig gute 203mm Geschütze. Die AP ist auch schon ganz nett. Gerade im Low-Tier-Bereich auch. Ne, mit Stufe 5 Futaka war das, ne? Oder Futaka war der 5er, wenn ich nicht irre. Miyoko war der 7er. Oder war die Futaka der 6er? Boah, ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich beende mal schnell das Spiel, dann können wir nachgucken. Wer war denn der 6er? Aoba. Dankeschön, Aoba. Auf jeden Fall, du kannst schon mit der Futaka AP laden und anderen Kreuzern einfach Zitas drücken. Das ist halt total easy. Ja, New Orleans, du kriegst erstmal Report. Du warst AFK. Nicht schlecht. War eine echt gute Runde für die Mogami, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so eine gute Runde hinbekommen. Weil das Ding, das platzt auch super schnell weg, wenn man mal Panzerung sich anguckt. Zack, 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 zack. Die Zitadelle liegt sehr weit oben. Ja. Und auch Battleships, die fressen dich dann halt einfach zum Frühstück. 27mm können sie overmatchen, dann kommen sie vielleicht dort ins Quer-Up rein oder auch hinten. Deswegen ist das so schwierig. Alle Schiffe, die so eine Panzerung haben und hier ein Quer-Up haben, sind anfällig für Granaten, die dich hier hinten treffen am Heck. Wenn du anwinkelst. Gerade Battleships, die kommen dann einfach hier durch, da rein und dann zack, rein in die Zita. Da sind Schiffe angenehmer, die das nicht haben. Ja, aber auch so was ähnliches, ne? Montpellier, aber deutlich flacher alles. Genau. Mainz. Sollen wir mal eine Runde Atago spielen? Kommt die good old Atago.
Lieber Takao. Ich habe die Takao, glaube ich, früher nie gespielt, weil... weil die ein schlechteres Concealment hatte, ne? Die AAP-Takao. Aber die haben das ja angepasst, dass die diese AAP-Schiffe auch dieselben Tarnungsfähigkeiten haben. Mittlerweile. Und hallo Husti, moin, servus. Wollt mir doch was zu trinken holen? Damit, habe ich jetzt nicht gemacht. Kann ich schon direkt irgendwie ein... Kann ich, ne? So, ich hole mal gerade was zu trinken, bin sofort wieder da. Genau, das war das Problem, Nekroven. So, da bin ich wieder. Ich will wieder was trinken. Okay. So lange nicht mehr Atago gespielt. Krass. Ein bisschen arg weit vorne, sehe ich gerade. Deswegen vielleicht einmal... bisschen vorsichtiger sein. Die haben ein U-Boot dort hinten. Die haben kein CV, ein paar Kreuzer. Es ist wieder ein 10er-Match schon wieder gegangen. Oh, super schwere AP-Munition habe ich bei keinem einzigen Schiff drin. Also ich finde den Skill irgendwie für die Punkte nutzlos, wenn es Alternativen gibt, die sich eher anbieten. Es gibt vielleicht die ein oder anderen Schiffe oder Captain, wo du halt andere Punkte nicht wirklich oder andere Skills nicht wirklich brauchst. Aber ich bin da ganz ehrlich. Wir haben halt auch nur die Conqueror hier, gell? Gehen wir in den Kaltmodus. Ich hab's selber auf keinem einzigen Schiff drauf. Lieber Inspekteur. Was hat der Inspekteur nochmal gemacht? So. Er hat dir nochmal eine extra Ladung von allem gegeben, oder nicht, der Inspekteur? Kommt die Lepanto noch näher ran? Das Ding ist, ich will halt nicht hervorfahren, ohne zu wissen, was da noch kommt, weil einmal mit Atago drehen könnte schon dein Ende bedeuten. Er Verbrauchsanwendungen. Überall kann heal. Das ist halt so eine Situation dann, in der man überlegen könnte, was anderes zu nehmen. Wenn das ein Captain ist, den man mitnimmt für den 10er, dann würde ich auf jeden Fall sagen... Okay, wir gehen auf die Lepanto. Würde ich auf jeden Fall sagen... Nimm Inspekteur mit für den 10er später. Aber ist jetzt nicht so... Oh, ich finde das krass, wie ich daneben aime, weil das hin und her gerutscht ist gerade. Ne? Panto mit SAP unterwegs. Direkt 8000. 8 freaking 1000. Oh, Conqueror. Der wird da niemals reinkommen, das ist das Problem. Ja, dadurch, dass du noch geschossen hattest, bist du noch kurz offen. Ein Brand wäre ganz cool. So, Conqueror könnte nochmal Brand drauflegen. Ist die Frage, ob er jetzt versuchen wird abzudrehen. Ey, wir haben halt nur die Conqueror hier als Unterstützung. Ich will jetzt nicht rein. Komm schon, brenne jetzt.
Ach, es ist ja Wettrüsten. Wir kriegen ja einen Heal. Schön, Brand ist drauf. Ja, doch kein Brandschutz. Oh, sorry. Okay, beim Rammen die neue Klingel, die ist auch anders, ne? Ja. Okay, schön, der Panther. Auch so ein Abzufackeln. Ich spiele jetzt hier übertrieben vorsichtig, das merkt ihr gerade vielleicht auch gern. Mit meiner Attacke. Normalerweise bin ich ein bisschen aggressiver, ein bisschen näher dran, aber gegen 10er und zu wissen, was vor dir rumfährt, ist das halt eigentlich ein Suizidkommando. Ah, hat AP geladen. Können wir vielleicht bouncen lassen. Sehr schön. Ich frage mich, ob da noch mehr kommt. Ich würde gerne jetzt wieder drauf zufahren, um ehrlich zu sein. Mit der Conqueror gemeinsam müssen wir es eigentlich hinkriegen, diese Lepanto wegzukriegen. Versenken. Ja, wir fahren jetzt drauf zu. Seine Türme gucken auch gerade nicht zu uns. Und danach könnten wir dann versuchen, in Richtung U-Boot und Cherbourg zu fahren wieder. Ich wurde gepinkt. Echt? Das ist sowas von frech. Naja. Alles gedodged. Lepanto lebt leider noch. Conqueror hat es nicht hinbekommen, ihn abzufackeln vor uns mit seiner HE. Was haben wir denn hier? Das feindliche Schiff guckt er? Hat die Spielwelt verlassen. Ne? Weiter rückwärts. Ja, ich würde sagen, ich helfe dem jetzt einfach so gut ich kann hier vorne. Er ist dirty. Okay, er ist weiter rückwärts gefahren. Ich hätte ihm vielleicht die Zeit nehmen sollen. Abzuwarten. Groningen haben sie in der Mitte. Die Chabot ist fast raus. Sehr schön. Ich habe leider nur die Dinge hier, ne? Na, jetzt muss er aber auch reinfahren in meine Wasserbomben. Und tschüss. Bumm. So, da ist die Groningen. Jetzt gerade ausfahren und die Groningen beschießen ist gefährlich wegen der Lepanto, gell, in der Seite. Wenn sie immer noch beschießen kann. Auch mit AP oder sowas. Salve war trotzdem mal drauf. Na, da kommt auch schon die Salve. Also, wie gesagt, am Ende kommt es drauf an, ob du den Kapitän mitnehmen möchtest für den 9er Kreuzer, dann würde ich Inspekteur mitnehmen. Der fährt auch einfach nur geradeaus gerade, ne? Der Typ. Gut, ist raus. Der Panto ist auch raus. Das ist eine traurige Runde. Conqueror hat den Panto endlich bekommen. Ich habe wirklich nicht viel Schaden gemacht, Leute. Aber ich hätte auch nicht aggressiver reinfahren können. Mano. Dann wäre ich nämlich Fokus-Target geworden von der Lepanto und von der Cherbourg und dann wäre ich schon weg. Ah, der hätte mir die Conqueror ein bisschen helfen müssen, noch mehr vielleicht ebenfalls reinpushen, aber er hat auch schon relativ viel getankt, wie es aussieht, gell? U-Boot war ja auch noch mit dabei. Sprengmeister. Ob sich das lohnt? Sprengmeister ist mit HE. Brandwahrscheinlichkeit. Das kannst du dir selber beantworten, die Frage. Indem du dir einfach anguckst, was die Granaten an Wahrscheinlichkeit haben. Brandwahrscheinlichkeit. Wenn du jetzt eine Granate hast, die 50% Brandwahrscheinlichkeit hat und du nimmst Sprengmeister und du kriegst was dazu, 1-2%, dann ist das halt nix. Ne? Lohnt sich nicht. Wenn du ein Schiff hast, eine Granate mit 3-5% Brandwahrscheinlichkeit und du dann Sprengmeister nimmst und dann hoch auf 7% oder sowas gehst, dann ist das natürlich schon nochmal praktischer.
da lohnt. Also je weniger Standardbrandwahrscheinlichkeit du hast dann, desto eher lohnt sich ein Sprengmeister. Ja. Wenn du schon von Grund auf ein relativ viel Brandwahrscheinlichkeit hast, jetzt zum Beispiel hier 19% habe ich auf dem Ding. Ich würde jetzt hier bei der Atago, glaube ich, nicht Sprengmeister nehmen, es sei denn, es gibt keinen anderen Skill, der in Frage kommt, der Sinn macht. Man muss dann überlegen, was macht wirklich Sinn. Brand am Heck, okay. So, die Harlem ist ein Kreuzer, Tier 8, kann man Zitadellen, denke ich, wenn man richtig trifft. Wobei die... Ja, eigentlich müsste es gehen bei ihr. Nice High. Schade, war wahrscheinlich nicht tief genug angesetzt. Oh, er schießt auch AP. Atago ist immer gefährdet, ne? Was AP angeht. Da muss ich mal auch sehr aufpassen. Aber auch ihm wird der 7000 sein Mensch reingedrückt. Nice. Harlem, Fallschirmbomben. Er trifft jetzt gut. Letztlich, oder? Na, ne, hinter mir. Oh, die Fallschirmbomben haben, glaube ich, auch einen neuen Sound. Die Fallschirme hat man gehört. Flup, 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 flup. Den Soundeffekt gab es davor nicht. Cool. Also doch noch ein bisschen was gemacht. 1800. Hallöchen Chili, moin. Servus. Ich grüße dich. So, das war eine Runde Atago. Also ich kann mal gerade gucken bei der Hipper, was ich da drauf habe. So, ich habe zum Beispiel Turmtrirade habe ich drauf, wie es aussieht, Ladeexperte habe ich drauf, weil deutsche Kreuze, HEAP wechselt man sehr gerne. Ich habe das drauf, vorrangiges Ziel, Adrenalinrausch, Concealment Expert. Ich habe das Ding auf Flak geskillt, wie es aussieht, ne? So ein bisschen zu einem Flakkreuze gemacht. Schwere AP-Granaten. Ja, könnte man wahrscheinlich mitnehmen, wenn du halt die anderen Sachen nicht mitnimmst. Ich habe aber hier auch keinen Inspekteur dabei. APF habe ich irgendwie mit drin. Ich glaube, gerade bei den deutschen Kreuzern ist es immer ein bisschen schwierig gewesen, weil die halt nie was haben, was du richtig pushen kannst. Die haben nicht gute Torpedos, ne? Alles andere ist eigentlich... Okay, so, guck hier, bloß 1%, das ist halt das Problem. Ich glaube, ich habe das Ding eher als Flak ausgebaut und wenn ich mal reingucke und meine Hindenburg anschaue. Bei ihr habe ich dann den Inspekteur drin. Bei ihr habe ich das hier mit drin auf jeden Fall. Aha. Erstklassiger Schütze. Wenn man in den Nahkampf geht. Mhm. Wenn man nah genug dran ist, dass uns jemand aufklärt. Ist jetzt vielleicht auch bei der Hippe eigentlich gar nicht verkehrt. Könnte man auch bei ihr machen, schätze ich mal. Der Rest ist aber gleich geblieben hier. Fokusfeuer-Ausbildung. Ich hätte sogar noch einen Punkt übrig. Am Ende, wenn ich auf 21 komme. Heißt das, ich habe einen 21-Punkte-Kapitän bei der Hippe, aber nicht bei der... nicht bei der Hindenburg. Wow, moin. Hindenburg Blau, Hallöchen, Grüße. Der Vorteil von Legends ist, dass man einen Kapitän für mehrere Schiffe gleichzeitig nehmen kann. Kannst du hier auch machen, aber nur für Premium-Schiffe. Nur Premium-Schiffe klappen da. Alles, was normal Tech-Tree ist, oder ja, Superschiffe ja auch, brauchst du einen eigenen Kapitän für. Wollen wir mal die Bayard spielen? Das ist auch ein Schiff, das ich so ewig nicht mehr gespielt habe. Trägheitszünde für Sprenggranaten habe ich hier drauf. 37mm. Damit komme ich durch 32mm durch, gell? Ökonomische Boni. Da müssen wir noch kurz was anpassen. Ne, das brauchen wir nicht. Das hier und das hier.
Ja, gut, jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass das was bringt gegen U-Boote, der Sprengmeister. Ich glaube, da stand was von wegen 15%, gell? Hier. Also ja, das ist, glaube ich, wenn dann so mit einer der Gründe, das zu nehmen überhaupt. Aber ich sehe es bis jetzt halt noch nicht irgendwie kritisch, ne? Dass man das bräuchte, um so viel besser zu performen. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht getestet. Ich meine, 15% hört sich nicht nach so viel an. White Star Legion, Hallöchen, ich grüße dich. So, ich klicke mal rein, ich bin sofort wieder da, Leute, ne? So, ich bin wieder da. Bitte was? Was ist mit dem Tech Tree zurückgesetzt? Was ist Tech Tree zurückgesetzt? Zum Beispiel Booster. Die Schiffe werden verkauft. Die Forschungsfortschritte für diese Schiffe verschwindet. Und du musst sie dann wieder erneut erforschen. Und dann natürlich auch wieder neu kaufen, wenn du mit denen spielen möchtest. Du kannst sie aber auch erforschen mit freier Erfahrung. Und dann auch wieder zurücksetzen, dann kann man das mehrmals machen, theoretisch. Und am Ende, wenn du dann, keine Ahnung, ein paar Mal die Dinger zurückgesetzt hast, kannst du die dir wieder kaufen und dann fahren. Und wenn du die einmal fährst, mit jedem Zurücksetzen kriegen die eine Mission. Und dann kriegst du da die Forschungspunkte, wenn du die einmal fährst. Schon aufgeklärt. Da haben wir noch was. Hat sich ja gelohnt, unseren Reload Booster zu zünden jetzt, ne? Nichts und wieder nichts. Ich meine, ich habe noch die Möglichkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe. Ich hätte mal meine Dinger einsetzen sollen, vielleicht. Ich weiß, dass er immer noch hier vor uns ist, gell? Ich gehe mal Vollgas ran. Mal gucken, ob wir ihn noch aufklären können. Sollte eigentlich möglich sein, dann können wir ihn gezielt... Wo ist das denn hingegangen gerade? Er ist immer noch hier. Echelot? Er sitzt wirklich direkt hier vor uns. 2 Kilometer, gell? Hä? Er muss doch jetzt langsam mal mit meinem... Ich kann nicht weiter vorfahren, Leute. Na klar bin ich jetzt raided. Oh, Timor. Ja, das war's für uns. Wenn ich nicht sofort hier wieder wegkomme. Dieses doofe U-Boot, ey, dass das so schnell unter Wasser wieder weggekommen ist. Es nervt mich so. Ein bisschen zu weit vorgefahren gerade leider. Ah, und ich dachte, wir kriegen das hier rein. Na, das war ein bisschen zu dumm von mir.
Einmal um die Ecke zu. Ich bin halt nach vorne gerutscht, ich wollte es eigentlich gar nicht gern. Aber das Schiff ist zu schnell gewesen. Damit hätte ich mich vielleicht auch kurz beachen sollen. Das steht mir dabei. Waren das nicht irgendwie so. Waren das 10.000 für einmal zurücksetzen oder 12.000 und dann mal 2 Faktor? Gibt es ja manchmal einen Bonus, dass sich das erhöht? Wir haben sicherlich jemanden im Chat, der das abgespeichert hat im Kopf. Eendracht dort vorne, auch interessant. Müsste ja auch dabei stehen, wenn man es zurücksetzt. Eigentlich. So, will die Eendracht nicht auf uns wirken? Na, da ist er doch. Ich kann mich halt leider nicht regenerieren. Das ist ein normaler Spielmodus hier gerade. Problem resolu, Chef. Wir haben wieder eine AFK Gneisenau hinter uns, gell? Wieder ein AFK-Schiff. Doch, Pia Tribor. Mhm. Ah, Bayer ist schon fies. Die Granaten sind schon böse. Feuerrade. Die Masse macht sie halt wieder. Schön, der ist raus. Jetzt haben sie noch die eine Star Edinburgh. Braska ist neben uns. Wir sind nur noch zu dritt hier. Das ist. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Ich stehe richtig schön scheiße. I think we are dead. Wenn er mit AP und so in die Seite schießt gleich. Yep. Und tschüss. Das war's. Na, ja, noch lebe ich. Aber die hatte ihre Secondary noch mit drauf. Das ist das Problem, ey. Uns fehlen hier einfach Leute. Ne? Uns fehlen hier einfach schon wieder Leute. Und ich komme hier nicht mehr weg. Naja, 20.000, wenn es dann halt verdoppelt ist, der Bonus, gell? Bin immer noch im Hydro drin. Nebraska, wie sieht's bei dir aus? Ich habe Torpedos theoretisch, die ich einsetzen kann. Immer noch, glücklicherweise. Er nimmt sie nicht mit, ne, in seinen Atlantico, schade. Tja, immerhin habe ich noch die Edinburgh rausbekommen, aber ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Also das war doof, hier vorne rumzupieken, das hat uns 10.000 HP gekostet. Dumm von mir. Und hier gerade eben, war ja klar, dass die Atlantico hier irgendwo ist, ne, aber ich dachte, ich kriege sie vielleicht kurz aufgeklärt, dann kann man die Deckung gehören oder so. Das war dumm von mir. Das war noch dümmer sogar. Da hätten wir warten müssen. Bis jemand anders sie aufklärt. Aber die Nebraska stand halt leider hinter der Insel und konnte da auch nicht aufklären. Ein paar Sekunden später hätte er seine Flieger genommen. Dann hätte ich ihn auch gesehen. Doof gelaufen von mir.
80.000 ist okay. Ein Kreuz haben wir rausbekommen. Das U-Boot drüben. Ja, I don't know. Hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Hallo Nemo, moin. Also das Ding ist, wenn du hier auf Forschung gehst zum Beispiel, wir haben das jetzt immer bei den, also ich habe zumindest das immer bei den japanischen Zerstörern gemacht. Da hast du dann, ja, mittlerweile, wie viel habe ich da? Mal 2 Bonus, mal 4 Bonus, mal 12. Die habe ich gar nicht mehr gespielt, guck. Die habe ich mit freier Erfahrung durchgetecht und dann wieder zurückgesetzt. Immer wenn dann mal 2 war, habe ich das wieder gemacht. Genau. Und das bei dem Zurücksetzen, wenn man jetzt da hingehen würde, dann steht das auch hier mit dabei. 10.200 gibt's, um genau zu sein. 10.200. Genau, Forschungsfortschritt zurücksetzen. Der Forschungsfortschritt für Schiffe und Module des Forschungszeuges wird zurückgesetzt. Genau. Ich kriege Kreditpunkte, weil wir die Sachen wieder verkaufen. Kapitäne gehen in die Reserve. Verbesserungen werden kostenlos ausgebaut. Ja, verknüpfte Bonuspakete und permanente Tarnungen bleiben verfügbar für Schiffe, wenn sie erneut erforscht werden. Alles andere geht ins Inventar. Um die Belohnung zu bekommen, erforschen und kaufen Sie ein Schiff und führen Sie es dann im Gefecht zum Sieg oder verdienen Sie die nötige Menge an Basis-EP. Da steht jetzt zwar nötige Menge an Basis-EP, ich habe keine Ahnung, was man braucht, aber wird wahrscheinlich nicht viel sein. Ich kann dir jetzt auch nicht mal sagen, was mit den EP passiert, weil ich es gerade nicht mehr im Kopf habe. Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen, das Schiff. Was mit den EP passiert, die da drauf sind auf dem 10er dann, ne? Für den Nachfolger. Ich glaube, die bleiben auf dem Schiff irgendwie drauf. Müssen doch eigentlich, gell? Ja, sind, wenn ich drüber habe, wobei, sind weg. Ich glaube, sind die echt weg? Die EP? Das glaube ich gar nicht. Weil das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel die Yamato zurücksetze, die 12 Millionen EP hat, die man umwandeln könnte, in Free EP für Dublonen, dass die dann weg wären, aber das glaube ich nicht. Wobei auch die Schiffe hier drüben, seht ihr das? Die haben auch alle EP. Es kann gut sein, dass sie doch verschwinden. Oder landen die auf dem Einser? Landen die auf dem Einser? Ich weiß es gar nicht. Die gehen auf das hier Einschiff? Das würde am meisten Sinn machen. Weil dann kannst du die noch benutzen, später zum Umwandeln, ja. Weil du kannst ja auch genauso gut mit den Schiffen unterwegs zum 10er richtig viel EP haben. Und damit könntest du dann direkt wieder durchgrinden, das ist aber Quatsch, also es wird doch zurückgesetzt wieder. Ja, auf den 1er landen, ich denke die landen auf dem 1er. Das könnte man jetzt testen, wenn man irgendwo was fährt und zurücksetzt, aber mache ich jetzt nicht. Könnt ihr ja mal beobachten. Das steht vielleicht sogar mit dabei, wo die EP hingehen. Im Wiki wird es stehen oder sowas. Okay. Die Bayar-Runde ging jetzt auch schon wieder ein bisschen in die Hose, leider. Sollen wir mal eine Runde Mainz spielen? Ein bisschen ging die in die Hose. Marc, sag mal Hallöchen, moin, servus. Hallo Lucifer, moin. Alle Mann auf Gefechtsstation. J'ai besoin d'assistance.
coéquipier. J'ai besoin d'assistance. So. Ich bin gleich bei euch, Leute. Ich lese gerade nebenbei noch was auf dem Discord. Geh mal auf die Flanke raus. Merci mille fois. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Bin schon wieder zu spät dran. Damn, son. Okay, Normandy. Denkt, ich bin ein Speedboot. Müssen wir auf der Normandie draufbleiben, gell? Ich frage mich, ob unsere Leute, unsere Battleships noch ein bisschen näher rankommen. Fuso böllert. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Fuso richtig gezielt hat, gell? Oder ob sie uns unterschätzt in der Geschwindigkeit. Ich glaube, sie unterschätzt unsere Geschwindigkeit. Ja. Okay. Hallo Mieze, moin. Einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Und hallo Mod, ganz servus. Pushen wir den gegnerischen... Oh, ich habe ja Wasserbomben dabei. Damn, son. Damit werde ich das auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ey, wait. Jetzt habe ich gerade geschossen. Oh, damn. Damn, das U-Boot hätten wir treffen können. Colorado fährt weg, Tirpitz fährt weg, das gefällt mir gar nicht, du. Oh man, die feuert auf uns. Müssen wir gerade aufhören zu schießen, glaube ich. Und so meins dann doch relativ schnell wegstirbt bin und so. Oh Gott, Battleships, bitte. Haut nicht ab. Ich brauche Hilfe! Wollen wir mal in den Kite-Modus wieder gehen? Leicht gar nicht so verkehrt. Die Möglichkeit abzudrehen. Normandie ist halt gefährlich. Wobei, wenn die jetzt wegfährt. Fuso und wir drauf bleiben, kriegen wir es vielleicht hin. Ich glaube, die Normandie wird auch nicht wieder auf uns zufahren. Doch, verdammt, macht sie. Macht sie natürlich genau. Jetzt. Perfekt ist raus. Wir brechen kurz ab. Ich glaube, ich gehe in den Kite-Modus vor der Normandie. Autsch. Unser... Oh nein. Es ist doch nicht wahr. Tauch ab, du Blödmann. Tauch ab. Oh, jetzt bin ich in Range für die Normandie. Das ist schlecht. Torpedos voraus.
Das ist super schlecht, Leute. Da müssen wir jetzt kämpfen. Wir kommen nicht drum rum. Das Problem ist, dass einfach unsere Battleships wieder viel zu passiv sind. Die sehen mich und mein U-Boot hier vorne kämpfen und die stehen einfach weiter weg als der Feind bei mir. Jetzt die Normandie, guckt euch das mal an. Gerade die Colorado zum Beispiel. Das ist wirklich nicht toll. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen was machen, aber es kann nicht sein, dass dieses U-Boot ständig denkt, es könnte mich hier angreifen, ne? Ich würde auch super gerne auf das U-Boot zufahren eigentlich, um es mit meinen Wasserbomben anzugreifen. Elena ist fast raus. Das Problem ist, mein Hydro ist gleich aus, gell? Das ist das Problem, that I see. Torpedos auf Backbord. Easy. Das U-Boot wird nicht hier sein bei mir. Ich werde jetzt wegkiten müssen. Vom U-Boot wegkiten und die Normandie angreifen nebenbei. Und in 1.30 kann ich dann das U-Boot nochmal versuchen anzugreifen. Da hinten ist es. Auf der Oberfläche. Hat keinen Akku mehr, wie es aussieht. Keine Energie mehr. Leider machen meine Granaten nicht so viel Bums. Oder haben nicht so viel Bums. Komm schon, Colorado. Du bist voll live. You wanna fight? Then fight. Hallöchen, Klumpentrinker. Einen wunderschönen wünsche ich dir. Moin. Okay, jetzt war das drauf. Ich muss es wieder eindrehen. Er ist nicht mehr woanders drauf. Schön, den haben wir. Unser Team hat die Führung übernommen. Mein Hydro ist gleich wieder an. APF zeigt jetzt rüber auf die andere Kartenseite. Das U-Boot scheint unter Wasser zu sein. Das wird nicht neben uns sein. Das glaube ich nicht, dass das hier einen Turn gemacht hat. Ich werde jetzt einfach mal gerade weiterfahren. Hydro will ich eigentlich auch noch nicht anmachen. Wie lange ist es aktiv? Jetzt wissen wir, wo es ist. Okay. Jetzt ist es wieder an der Oberfläche. Bin aufgeklärt. Jetzt mache ich mein Hydro mal an. Hallo Fähnchen, moin. Servus. Frag mich, ob wir hinterherkommen. Eigentlich müssen wir hinterherkommen. Mit unserem Kreuz, aber es wird eine Ewigkeit dauern. Radar ready, sagt er. Ich bin aufgeklärt. Wir wissen, dass er hier vorne irgendwo ist. Na dann, U-Boot. Was für eine Geschwindigkeit hat die U69? Bestimmt keine 33 Knoten, oder? Da kommen sie auch schon. Eins.
Das ist das Problem. Jetzt ist eine Minute noch vorbei gleich und dann haben wir kein Hydro mehr. Ja, ist es. Es kommt auf uns zugefahren. Ja, moin. Er hat ihn schon. Na dann. Problem gelöst. Torpedos auf Backbord. Good job, I guess. Kann man rüberfahren. Torpedos auf Backbord. Auch diese Runde ist leider vorbei, ohne dass wir viel gemacht haben. Sehr Torpedos schade. Torpedos auf Backbord. Ach ja, Chat. Ach ja. Alles ab. Ich grüße dich, moin. Jetzt spielen wir schon den ganzen Tag World of Warships. Den ganzen Tag meine ich seit 2,5 Stunden. Und wir haben die neue Map noch nicht gesehen, leider. Schade. Normalerweise spiele ich gar nicht Tier 8. So viel. Frechen heute. Steppt der Bär im Chat. Jawohl, der Chat ist total am Ausrasten gerade. Komme ich ja gar nicht hinterher. Bin schon eine Stunde am Zuhören. Moin. Ich rede heute aber auch nicht so viel. Dankeschön, Django. Für 28 Monate. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, danke. Wahrscheinlich wäre halt hier 7 fast besser. Ja. Hallo Pingu und Chat. Meins ist auch nicht im Forschungsbaum. Die Meins ist ein Spezialschiff. Premium-Schiff. Also ich rede heute auch nicht so viel, weil ich habe wieder so eine dumme offene Stelle an der Lippe. Das habe ich manchmal irgendwo im Mundraum, so eine Mundafte. Weiß nicht, wodurch das ausgelöst wird, durch Stress oder keine Ahnung. Und das ist immer relativ schmerzhaft. Deswegen habe ich quasi ununterbrochen Schmerzen im Mund. Deswegen rede ich nicht so viel. Pistol höre ich zum ersten Mal. Den Begriff. Das kenne ich sehr gut, kann ein Lied von singen. Ey, ich weiß nicht, woran das liegt. Und du kriegst das halt auch nicht weg schnell, ne? Es gibt auch nicht wirklich was dagegen. Das geht mit der Zeit halt einfach wieder von selber weg. Aber es braucht so ein paar Tage. Aber vorher wird es erstmal richtig schlimm. Ich habe schon viele Sachen ausprobiert. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Ding drauf gemacht. Das ist so ein Gel, das betäubt und isoliert. Ist dann wie so ein Pflaster quasi im Mund. Ah, der ist schon down. Und dann hält das für 2-3 Stunden erstmal an und dann kann ich ein bisschen mehr reden und vielleicht auch mal was essen oder so. Ach, schade. War schon raus. Congress, die will uns hier gefährlich werden, wie es aussieht. Nachts ist das halt auch ziemlich ätzend. Wenn du schlafen willst, aber dann ständig das Gefühl hast, egal wie du dich hinlegst mit dem Kopf, auf dem Kopfkissen oder sowas, du hast ständig Schmerzen in der Gosch. Baumöl hilft da.
Also ich habe tatsächlich... Dürfte ich keinen Vitaminmangel haben, weil ich auch Supplements nehme. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Dadurch ist es auch ein bisschen besser geworden. Vielleicht habe ich jetzt über die... Ich habe es übers Wochenende und auch davor vielleicht ein bisschen zu wenig genommen. Das kann sein, dass ich dann vielleicht ein paar Vitaminmangel hatte. Mängel. Ah, ist so ätzend. Pyralfex aus der Apotheke. Ein Propolis. Zaubermittel. Küsst die falsche Frau? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat bei mir. Irgendwann... Zwischen... Boah, ich weiß nicht. Zwischen 16 und 20 Jahren? Es hat irgendwas auch mit dem Immunsystem zu tun vielleicht. I don't know. Es ist auf jeden Fall nicht ansteckend oder so. Es ist einfach nur ein Abfuck für die Person, die es hat. Das ist totaler Scheiß. Oh je. Und dann gibt's Wochen und Monate, wo ich dann irgendwie gar nichts habe in der Richtung. Und dann gibt's aber auch wieder Wochen, wo ich dann mehrere solche Dinge habe. Und das ist dann auch, da kannst du dann nicht Mittag essen, dann kannst du nicht normal dich mit Leuten unterhalten oder sowas. Das ist so nervig. So. Aber deswegen rede ich gerade auch gestern auch schon und so, die letzten Tage ein bisschen weniger, weil das einfach schmerzt. Okay. Was fahren wir denn jetzt? Sagen wir mal T7 fahren. Vielleicht kriegen wir ja mit der Belfast die neue Karte. Wenn man 55 Jahre alt bist, bekommst du das nicht mehr? Sicher? Weil du dann schon unter der Erde liegst? Gestern hat er noch ohne Punkt und Komma gequasselt. Das liegt... Ja, aber da hatte ich auch Schmerzen die ganze Zeit. Und das liegt vielleicht daran, dass ich auch hier ein bisschen zu viel Red Bull gekippt hatte. Das hat das vielleicht ein bisschen unterdrückt. I don't know. Der Restalkohol. Ich wechsle die regelmäßig tatsächlich auf Flat C. Also daran kann das eigentlich auch nicht liegen. Die Wissenschaft selbst weiß nicht, woher die Dinger kommen, warum, weshalb und so, ne? Also da gibt's kein wirkliches Heilmittel für. Ganz merkwürdig. Zumindest war das mein letzter Recherchenstand. Aber sowas gibt's halt auch, ne? Während andere Leute an Allergien oder sowas leiden, leidet man halt an so einem Scheiß. Ja, wir wollen die neue Karte sehen, Modguns. Ist eine Abwehrreaktion der Mundschleimhaut auf irgendwas? Ja, aber ist die Frage halt auf was? Wenn man das eingrenzen könnte, könnte man da ja auch gucken, dass man gegensteuert. Irgendwas. Also ich stecke normalerweise nicht die Sachen, die ich im Dreck finde, in meinen Mund. Also, habe ich vielleicht noch früher auf dem Spielplatz gemacht. Aber das mache ich heutzutage nicht mehr. Was meinen Sie denn mit ein paar Stamper? Ja genau, der größere Schmerz bekämpft den schwächeren. Ich könnte mir auch die linke Hand abhacken. Dann hätte ich das Problem auch nahezu vergessen, was ich im Mund habe. Aber ich glaube, das ist nicht zielführend, oder? Stamperl, Schnaps, ah so. Naja, das hat man früher auch gesagt.
bei einer Erkältung, was absoluter Quatsch ist, sich so besaufen, dass man Sterne sieht und dann am nächsten Tag den Rausch ausschlafen, dann ist man wieder gesund. So ein Bullshit. Mhm. Daneben geschossen. Hier wird schon bald was in Flammen aufgehen. Ich brauche beide Hände, ich werde auf keiner fallende Hand loswerden, du. Das ist jetzt aber echt gemein, du. Torpedos to starboard. Torpedos to starboard. Problem solved, sir. Okay, ich dachte, die würden noch weiter an mir vorbeischwimmen, die Torpedos. Sag mal, willst du mich verscheißern? Gerade eben. Wow. Ich hätte einfach noch ein bisschen weiter rückwärts fahren müssen, glaube ich. Schön! U-Boot versaut einem wieder das Game. Weil out of nowhere plötzlich Torpedos ankommen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, dass die U-Boote mit dabei haben. Hasse ich das, wie ich diese Dinger hasse als Gegner. Adrenalin rauskickt aber rein jetzt. Übrigens schon wieder nicht die neue Map gegangen. Und leider ist die Belfast halt nicht das schnellste Schiff. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht so wirklich schnell abhauen. Selbst wenn ich jetzt beschleunigt hätte, ich glaube nicht, dass ich dem noch hätte ausweichen können. Ja, vielleicht. Ja, für ihn hat sich, hat sich das gelohnt, auf jeden Fall. Der wollte nicht das BB haben, glaube ich. Ich glaube, der hat gezielt auf uns im Nebel geguckt. Ist ja auch kein schlechtes Ziel, ne? Du musst ja auch einfach nur irgendwie in die Richtung pingen und dann triffst du den. Das ist den Kreuzer. Hat ich Gondoliere Hallo gesagt? Hallöchen, moin. Nee, kein Stream-Sniper. Mm-mm. Wenn du einen Nebel vor dir hast und nicht um von warum. Wenn du einen Nebel vor dir hast und muss das jetzt sein, RPA? Jemand die ganze Zeit im Nebel feuert. Wie kommt es, dass ich eine Overpants mache auf eine Schumfon, die eine Zita hat, die aus Blatt Papier besteht, eine Panzerung? Komm schon, mit dem Kaliber hätte ich den locker scharf schalten müssen, die Granaten. Und dem eine reindrücken dürfen. 7 Kilometer. Das Bi verarscht mich hier wieder. Die Durchschlagskraft ist halt auch nicht optimal bei dem Teil. Kann ich vorne rausfahren, weil Tiefwassertops. Genau. Komm. Ach, jetzt kommt einer. Uff. Okay, Leute, ich habe nicht so viele Lebenspunkte übrig. Deswegen wird das hier nach wie vor schwierig werden für uns. Drüben sieht auch nicht so gut aus. Ich stelle mich aber auch gerade nicht so gut an. Habe ich das Gefühl. Ich finde das interessant, wie die Schumfon versucht hat, uns jetzt hier blind noch zu erwischen.
Okay, ich glaube, wir fahren mal ein bisschen näher ran wieder. Mein Hydro läuft ja noch. Tiefwassertorpedos müssen wir eigentlich erkennen. Puh, der DD drüben hat so... Der Flinger ist ja noch voll live. Wird die gar nicht angegriffen? Okay. Lass uns mal in Richtung Mitte gehen vielleicht. Gucken wir mal. Hier geht mir so auf den Single da. Du Scheißkerl, ey. Geh doch weg mit deinem U-Boot. Oh, geh mir doch jetzt nicht auf den Sack, ey. Hau ab. U69, verschwinde. Ich will dich nicht hier. Warte, moin. Genau, alles klar. Smokescreen set. Er pinkt einfach und trifft schon wieder. Torpedos are stern. Ja, geil. Torpedos are stern. Es ist nicht machbar, du. Es ist nicht machbar. Dieser Pimmelkopf trifft uns schon wieder. Also ich würde, an seiner Stelle würde ich mich jetzt natürlich auch freuen, ne? Aber ich hasse einfach diese dumme U-Boot-Mechanik in dem Spiel. Vor allem, du weißt ja auch gar nicht, ob hier nicht direkt Torpedos schon ankommen. Du musst halt irgendwann reparieren, das ist das Ding. Wenn die schon unterwegs gewesen wären, du reparierst, hoffst, dass du dann die Torpedos vor dir vorbeikommen lässt, ne, wenn die schon unterwegs waren. Und dann kam es aber schon noch ewig lange nicht. Das heißt, wir hätten noch warten können. Dann hätte man jetzt theoretisch nochmal... Nee, ich hätte, selbst wenn ich jetzt nochmal repariert hätte, hätte nichts gebracht. Ach, Manu. Weißt du, aber auch genau wieder in dem Moment, ich habe mich jetzt extra gebeacht, damit ich der RPA so ein bisschen ausweiche mit ihren Salven. Ich hätte natürlich auch einfach weiterfahren können, dann wäre das jetzt mit dem U-Boot auch kein Problem gewesen. Aber dann hätte mich die RPA vielleicht erwischt. Dass er halt genau in dem Moment wieder da ist mit seinem Drecks-U-Boot, auf die Distanz auch noch. Na, super weit weg und trotzdem trifft er noch mit seinen gelenkten Dingern. So ätzend. Ja, mit der Belfast darf ich keine Runde gewinnen. Die werden wir jetzt verlieren. Wir könnten aber mal was anderes spielen. Sollen wir mal DD nehmen oder Battleship? Lass uns mal Battleship spielen. Lasst uns mal die Nelson spielen. Komm, lass uns mal Nelson spielen. Schon ewig nicht mehr das Ding. Krass, Ratte. Ja, vorhin war jemand hier, der hatte auch das Problem. Ich meine vorhin sogar sowas im offiziellen Wargaming-Stream gelesen zu haben, dass sie auch Probleme hatten dort, ein paar. Vielleicht hat Wargaming, haben die Server von Wargaming alle Vodafone, oder Vodafone hat die Wargaming-Server geblockt, kann auch sein. Dann ist es irgendein Knotenpunkt. Dann hängt es aber vielleicht auch nicht mal mit Vodafone alleine zusammen. Vielleicht gibt es auch andere Internetanbieter, die Probleme haben. Dann so ein guter Provider. Hallöchen Kalle, moin, servus. Gibt ja noch War Thunder. Ja, man kann ja noch was anderes spielen. Ja, guck, dann wird es wahrscheinlich an irgendeinem Knotenpunkt liegen. Ach. Kann man nichts warten, machen, außer zu warten. Kann man nichts machen, außer abzuwarten.
Enemy force detected. Ich glaube, die Nelson haben sie rausgenommen vor einer Ewigkeit schon. Weihnachtscontainer, denke ich mal. Kann man sie noch bekommen. Ist halt nicht das schönste Schiff, ne? Knallt aber ordentlich rein mit HE. Und AP natürlich auch. Selber total anfällig, eine riesige Zitadelle. Und wieder ein Monat geschafft. Privat Hype, Privat Love, Privat Hook, Privat AWW, Privat Pet. Ich danke dir für die 45 Monate. Dankeschön, Tinman, für den Support. Ja, mit HE ist halt ein Riesending. Ein Viertel, so wie bei den Briten generell, Conqueror Co. auch. Hallo Davi, moin. Ey, was soll denn das? Erstmal fünf verschiedene Sachen gekillt. Oh, die haben wieder ein U-Boot, zwei Stück. Brand war drauf auf der York. Gehen wir mal auf die Gleise noch. Warum dreht der denn jetzt ein in dem Moment, wenn ich abdrücke, ey? Torpedoes dead ahead. Oh, kennt ihr das? Ihr beobachtet das Schiff die ganze Zeit, wartet nur, bis ihr schießen könnt, dann tickt das runter, ihr seid bereit, drückt ab und in dem Moment fängt er an abzudrehen. Uff. Defender ist das, der Schlawiner. Ah, komm. Nee, Flieger fliegt weg. So, jetzt hat er gerade seinen Brand repariert. Müssen wir hoffen, dass wir ihn nochmal treffen. Und abfackeln natürlich, ja. Ah, schön. Torpedowerfer zerstört. Wir haben wie gesagt immer noch ein U-Boot hier vorne. Wir haben nur durch den Flieger aufgeklärt. Da ist die Mikasa. Ich frage mich, wo deren U-Boot ist. Wäre nicht schlecht, das zu wissen. Hat er vor hier... Was hat er vor in seiner Minikase? Dreht ab. Oder kommt er auf uns zu? Scheiße. Ja, er fährt weg. Der ist raus. Sehr schön. Der hat uns sein ganzes Schiff donated. Er fuhr weg. Jetzt fährt er nirgends mehr weg. Hä, wo ist deren U-Boot hin? Hier war vorher noch ein U-Boot, das ist sonst wo, aber es ist nicht mehr auf. Es war noch nicht einmal aufgeklärt. Nein. Nice, noch regeneriert gerade. Ah ja, die Nelson hat ja noch einen Super Heal. Nice noch Nelson.
Nice. Nelson hat einen Super Heal. Ja, Titan Deep. Tier 7. Ich will die neue Karte eigentlich mal sehen, aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Da ist das U-Boot, Leute. Da rechts ist das U-Boot gewesen. Ich hab der einfach eine Zeta verpasst mit HE. Es sind einfach 6 Torpedos, du dummes Stück U-Boot-Kacke, du. Und die Rüdjo auch nochmal hinterher. Oh, Flooding, oder? Ja. Sag mal. Alarm! Alarm! Nicht mal ein Treffer. Wenn jetzt Flooding kommt, bin ich tot. Guckt euch das an. Ich bin einfach tot, weil ein U-Boot auf Stufe 6 6 Torpedos mehr reindrücken darf. In die Seite. Hä? Und dann noch der CV, genau in dem Moment natürlich. Weil sein rechtes Ei gezuckt hat, hat er es gemerkt, so, ich glaube, unser U-Boot greift die Nelson an. Ich muss da rüberfliegen, du. Oh, verpiss dich doch. Torpedos dead ahead. Das ist das Ende. Das Schiff sinkt. Gott möge unserer armen Seelen gnädig sein. Dummes Ding, ey. So, ich bin so, weißt du, das ist halt, das Spiel sollte eigentlich Spaß machen, so, ne? Aber du wirst halt echt garstig, wenn du das hier mitbekommst. Es ist so schlimm. Wenn man am Receiving End sitzt, wie man so schön sagt, ne? Dann wird man einfach garstig. Okay, ist raus. Einfach Freude am Hass empfinden, dann geht das. Das Dumme ist ja, die Torpedos, die haben uns so schön in der Mitte erwischt, dass ich nicht mal was reparieren kann dabei. Weil das ja dummer Zitadellschaden ist. Da Salz, was reinläuft. Was soll man da machen? Ist halt leider wirklich so. Hallöchen, Crowny, servus, ich grüße dich. Moin. Der Superheal hat uns jetzt nicht so wirklich viel gebracht, gell? Weil wir die Torpedos mittig genommen haben. Uff. Unangenehm. Ich glaube, das ist das größte Problem bei den U-Booten momentan. Wenn du sie selber spielst, dann kannst du super viel Spaß mit den Dingern haben. Aber wenn du derjenige bist, der quasi das Opfer ist, dann hast du keinen Spaß. Dann bist du einfach nur frustriert. Ich glaube, das ist das, was auch viele Leute bemängeln halt an der neuen Klasse. Leider. Dann ab ins Sub. Nee. Eine Runde können wir noch machen, glaube ich. Oder soll man ins Sub gehen? Wir könnten theoretisch ins 10er Sub mal reinhüpfen. Selber ein bisschen Salz verteilen. Wie geht's eigentlich der Mizi? Ganz gut. Einfach weg den Dreck und gut ist. Mizi schläft auf der Bettdecke. Ich danke dir für die 36 Monate. Vielen Dank für den Support. Und Nekroven übrigens auch. Dankeschön für die 62 Monate. Prime Resub. Dankeschön. Moin Pingu, Mods und an die restlichen Schollenbewohner Privati. Ich bin morgen übrigens auch schon 18 Uhr oder so anfangen, wenn du möchtest. Ich habe mein Key jetzt auch bekommen, schon. Ich habe aber noch nicht geguckt, was das Embargo ist, ab wann. Habe ich noch nicht durchgelesen. Müssen wir mal gucken. Also entweder 18 oder 19 Uhr. Ich muss mal schauen, morgen ist Freitag, das heißt, morgen ist War Thunder Freitag. Ja, wahrscheinlich können wir da auch schon um 18 Uhr loslegen. 1 Uhr. Heute Nacht 1 Uhr. 1 Uhr sage ich schon, 0 Uhr.
Darf man ab heute Nacht 0 Uhr darf man das streamen. Oder morgen dann. Morgen 0 Uhr. Also in 6 Stunden. Ne, 5 Stunden und ein paar. Ja, okay, dann wir können auch 18 Uhr machen gerne. Morgen früh. Also heute Nacht. Ist auch morgen. Das ist dumm. Das ist so dumm. Heute kurz nach 24 Uhr. Okay, jetzt ist klar. Was wird denn gestreamt? Dead Island 2. Haben wir vor. Der Brownie und ich. Mach's gut, Private Paula. Dankeschön. Ich fahre jetzt U-Boot, deswegen werde ich jetzt auch Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Morgen kurz nach 0 Uhr. Ne, morgen kurz nach 0 Uhr kann nicht sein. Viel Glück allen. Ne, warte. Doch. Morgen kurz... Ja, das ist das Gleiche. Heute kurz nach 24 Uhr. Hä? Haltet euer Maul jetzt. Ihr verwirrt mich so sehr. Wir sagen einfach in 5 Stunden und ein paar Minuten. Die Verwirrung ist verwirrt. Heute ist... Ja, aber heute nach 24 Uhr ist noch nicht vorbei. Morgen kurz nach 0 Uhr, heute kurz nach 24 Uhr. So, okay. Heute 0:01 ist schon vorbei, das ist richtig. Heute nach 24 Uhr gibt's nicht. Doch. Warum bin ich aufgeklärt und sehe das... Ach so, deswegen. Cool, das U-Boot ist abgetaucht. Ausrufezeichen Vogel? Den vermisse ich sehr. Hatten wir überhaupt ein Ausrufezeichen Vogel-Command? I don't think so. Ich werde noch ein paar Commands rein einpflegen müssen, aber kam ich leider noch nicht dazu. Ich weiß, dass wir hier die Gearing auf der anderen Seite haben. Deswegen werde ich Folgendes machen. Mal dort rüber tauchen. Ach, war das doch der? Oh ja, dann habe ich ihn schon verdrängt. Den Command. Jetzt hat er eine Klappe, du blöder Vogel. Das war so ein dummer Vogel draußen, der gezwitschert da die ganze Zeit. Wir haben da drüben ein feindliches U-Boot. Halland muss aufpassen. Ich würde gerne die Gearing irgendwie auf... Oh Gott, Halland, lass dich bloß nicht wegtoppen hier. Ja, keine Sorge. Oh, ja, ich... Halland, ich hab's gerade gesagt. Ah, ja, that's how it's done. Good job, I guess. Good job. Du hast genau gesehen, dass da dieser U-Boot ist und du bleibst trotzdem einfach blöd stehen. Also das da habe ich aber auch kein Mitleid mit ihm, ne? Mit dem DD. Null Mitleid. Weil das kann er dodgen. Wenn es ein Battleship gewesen wäre und er sich nicht bewegen kann, dann okay, ist scheiße. Hä? Ach so. Ja, moin. Da ist die Insel übrigens, ne? Da komme ich nicht ran. Gearing ist da drüben. The enemy team has taken the lead. Ich würde ja gerne hier bleiben bei der Kremlin und mithelfen. EMZ ist Gamerzeit. Richtig. Hallo Warrior übrigens, ein wunderschönen wünsche ich dir moin. Servus. Commander, we've been detected.
Echt, jetzt ist dieses dumme deutsche U-Boot unten natürlich. Was uns aufklärt. Molensk noch hier? Seriously? Das Problem ist, dass leider jetzt ein paar Torpedos in die Insel reindüsen werden, schätze ich, ja. Da ist die Gearing. Wo ist das U-Boot, das deutsche? Ist das selber aufgetaucht? Ich bin aufgeklärt immer noch von diesem drecksdeutschen U-Boot. Das ist so gut, ne? Im Kampf 1 gegen 1 ist das deutsche U-Boot halt einfach besser. Leider. Gottes. Ich habe noch 2 Minuten. Problem solved, Sir. Könnt auch versuchen, unter der Gearing durchzufahren. Aber dann bin ich natürlich ein Opfergang. Er weiß, dass ich hier bin, oder was? Ja, genau. Ich dachte, der ist ja... Oh, come on, Alter, er trifft. Oh, Leute. Oh, come on. Richtig eingeschätzt, schade. Alarm! Jetzt weiß er, wo ich bin, weil... Ne? Smolan, du musst das jetzt machen für mich. Kremlin ist noch hier. Bei mir ist einigermaßen alles fit, würde ich sagen. Smolland? Kriegst du die Gearing nicht aufgeklärt? Okay, dann bin ich jetzt tot. Dann bin ich jetzt dead, Leute. Hat er sich eingenebelt eventuell? Commander, we've been detected. Also ich meine, ich krieg die Kremlin raus, denke ich. Gearing ist raus, sehr gut. Ich krieg die Kremlin nicht raus, weil sie einfach geradeaus weitergefahren ist. Hat ein Flooding. Noch mehr Wasserbomben. Hinter uns. Ich müsste es auch gleich mal reparieren können. Okay, hey, ich lebe noch, Leute. Ich lebe noch. Was für ein Stress. Okay, ich halte mal weiter Spots auf den Kollegen hier. Unser Team wird ihn auch so rausbekommen, denke ich. Mhm. Okay, der ist weg. Hol ich mir so schnell ich kann diesen Cap. Dann haben wir drüben noch Gegner. Oh je. Hallöchen, Konsti. Einen wunderschönen wünsche ich dir morgen. Mr. Rosengard, servus. Ich glaube, du singst. Nee, OMG, wir leben noch. Gerade so. Guten Tag. Gerade so. Aber unser Team ist gerade am Versenken. Versenkt werden. Die Insel fahren. Ich meine, wir können die Bourgogne nochmal anpingen gleich. Schauen wir mal, ob es repariert. Oh.
Nimmt jetzt die Smolly die Torpedos mit, die eigentlich für die Bourgogne gedacht sind? Nee, macht sie nicht. Und die Smolly kommt hier vorne rum, gell? Schnell weg hier. Wasserbomben sind gefährlich. Sag mal, will da eigentlich keiner drauf wirken? Weil eigentlich... Ich nehme mal gerade nur die hier. Dumm ist ja, der hätte ja einen Hydro theoretisch, gell? Was er bestimmt auch nutzt. Da ist es auch schon. Damit werde ich jetzt wahrscheinlich rausgehen. Aber vielleicht treffe ich ihn auch noch mit einem Torpedo hier. Einer reicht. Ja, einer, komm. Oh, wir hätten ihn erwischt. Ah, wir leben noch. Oh shit, Des Moines. Das ist gefährlich. Commander, we've been detected. Noch mehr Wasserbomben? Wo ist unser Team eigentlich? Problem solved, sir. Scheiße. Nein, direkt am Arsch. Oh! Tot. Die hat perfekt gesessen. Die hat perfectly gesessen. Ja, irgendwie hat da ein bisschen unser Team gefehlt, habe ich das Gefühl. Also das hier nochmal, ne? Es war, das U-Boot war hier, es war mehrmals offen und dann ist es auch aufgeklärt gewesen, stand mittendran, hat geschossen und die Halland ist einfach stehen geblieben. Wo ich mir auch denke, Junge, da musst du einfach nur vorwärts fahren, Gas geben und abdrehen, so, ne? Und dann gehen die Torpedos wahrscheinlich daneben. Er ist halt einfach stehen geblieben und dann kamen die Torpedos, dann sind sie aufgegangen und dann hat er beschleunigt, war schon zu spät. Kompletter 10er DD einfach tot. Das ist dann auch nicht so clever. Aber ich bin gerade am Überlegen gewesen, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich gar nicht mit in den Cap reingefahren wäre, weil ein U-Boot kann sowieso nicht cappen. Es ist besser, mit dem U-Boot irgendwie außen rum zu fahren, um zu flanken, genauso wie das andere U-Boot das auch gemacht hat, ja. Ich denke mal, dass der auch schon ein bisschen öfter gespielt hat mit den U-Booten. Schade. Ja, nächstes Mal fahre ich auf die Flanke vom Cap. Dann kann ich nämlich dieselbe Taktik auch machen auf deren DT. Eieieiei. Ey, aber Leute, ich würde sagen, wir hören jetzt auf mit World of Warships. Das gibt es dann am nächsten Montag wieder, denke ich. Wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Wartales. Da habe ich jetzt nämlich ein bisschen mehr Bock drauf. Haben wir jetzt zwei Sessions schon gespielt gehabt. Für die WoWS-Begeisterten unter euch. Ich hoffe, ich konnte euch natürlich ein kleines bisschen unterhalten. Ihr dürft natürlich sehr gerne dranbleiben. Wenn wir jetzt wechseln zu Wartales. Und um 21 Uhr geht es dann auch. Sonst habe ich das Falsche gekauft. Da, was? Dahin ist, glaube ich, wieder. Wo hing es? Wo hing was? Hatte gerade ein Monster-Lag. Echt? Hattet ihr ein Monster-Lag? Der Stream. Aber ich bin noch da, oder? Komisch. Habe ich irgendwas Wichtiges gesagt in der Zwischenzeit? Habt ihr was nicht mitbekommen? Wir spielen jetzt auf jeden Fall Wartales weiter und im Anschluss daran Dämonologist. Wenn ich richtig liege. Okay, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich gerade den Wiederholungspuffer... Pass mal auf, was ist, wenn ich jetzt hier den Wiederholungspuffer anmache und dann den Wiederholungspuffer wieder beende? Leckt irgendwas? Hat jetzt gerade was geleckt? Nee, oder? Sah jetzt gerade nicht so aus. Vielleicht auch während ich World of Warships beendet habe. Kann auch sein. Musste aktualisieren. Hä? Jedes Mal, wenn du wechselst, spinnt dein OBS wieder.
Aber warum macht das das dann? Warum macht es das denn? Mensch. Also ich habe halt im gleichen Atemzug das Spiel beendet. World of Warships. Vielleicht mag Warships das nicht, wenn man das beendet. Musste auch Play und Pause drücken. Was? Du musstet was machen, aktiv. Damit der Stream weitergeht. Pause und wieder Play. Das ist aber weird. Das ist richtig merkwürdig. Naja, okay. Whitetails. Whitetails schreibt man übrigens zusammen, gell? Ja. Alright. Dann wechseln wir zu Whitetails. Habe ich da eigentlich auch schon eine Szene für gebastelt? Ich glaube noch nicht. Sonst müssen wir... Ich glaube, ich habe die 0815 Szene genommen gehabt. Mhm. Hey, Zebra. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, dass das laggt. Macht er wieder eine Szene hier? Ich keine Ahnung, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, seit ich den Rechner neu aufgesetzt habe und ich die Spiele beende, dass es dann während... Also, dass mein Rechner dann irgendwie langsamer wird, wenn er die Spiele beenden möchte. Und dass alle anderen Programme auf einmal... hängen bleiben. Das könnte das Einzige sein. Also ich sehe es auch manchmal im OBS, dass es dann so gerade bei dem Übergang ruckelt.